Mit welchem Spiel fangen wir an? Aber ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, beziehungsweise ich habe es immer mal wieder gesagt. Mit welchem von den vier Spielen sollen wir anfangen? Aber ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, welche vier Spiele zur Auswahl stehen. Hallo Itachi. Einfach nur Tony? Aber ich habe immer Tony gesagt, wie so ein Idiot. Warum korrigiert ihr mich nicht? Bam, bam, bam. Ich muss das Ding wieder anmachen. Hey, you Pikachu. Das ist schon mal richtig. Sollen wir auch damit anfangen? Das ist das, was ich heute kompliziert eingerichtet habe. Aber geschafft habe. Wir können es spielen. So richtig. Original, wie Gott es, wie Arceus es wollte. Weil man das Spiel gar nicht emulieren kann. Sonst hätte ich es natürlich emuliert. Aber man kann es nicht emulieren. Ich mache eure Spirits an, hier. Muss man für die beiden DLCs in Schwert und Schild eigentlich Champ sein oder kann man einfach ein neues Game starten und rüber auf die Rüstungsinsel und in die Schneelande? Du kannst sofort rüber, allerdings wirst du in der Schneelande das Problem haben, dass wenn du dann durch bist mit der Story, das Ende hast, also vor dem Leggy stehst, sagt das Leggy, yo, du bist nicht würdig. Und das bedeutet, du musst erst Champ werden. Also du kannst Schneelande spielen und Rüstungsinsel sowieso, aber beim Leggy von der Schneelande musst du Champ sein, damit es mit dir kämpft. Und wenn du jetzt keine Pokémon von Home rüber tust, wirst du schwer haben, weil der erste Kampf in Schneelande und Rüstungsinsel wahrscheinlich auch ist Level 65. Und die sind schwere Kämpfe. Also es ist jetzt kein geschenkter Kampf, den man mit Level 50, 60 gewinnen kann. Du musst halt Pokémon haben, die bereit sind. Also du musst bis zum Bahnhof kommen, aber das ist das Intro vom Spiel. Du musst das Intro vom Spiel gespielt haben, damit du in den Zug steigen kannst. Aber das ist buchstäblich nur so weit spielen, bis du... Das ist sogar noch bevor du... Nee, wahrscheinlich ist es nach dem Pokédex. Also brauchst du einen Pokédex. Was bei Schwert und Schild ein bisschen Weg ist, den du machen musst. Aber ja, du musst natürlich das Intro spielen. Man muss den ersten Kampf nicht gewinnen. Oh, da hast du recht. Stimmt. Du musst gegen Peony gar nicht gewinnen. Weil für die gefühlten 23 Darkoma hatte ich die Sorge, dass ich nun so oft das Game durchspielen muss. Nee. Aber es sind nur 1, 2, 3, 4, 5 Darkomas, die du brauchst. Und pass auf, Darkoma kann männlich und weiblich sein, falls dir das wichtig ist. Seins der wenigen Legis mit Penis. Oder nicht. Taylor, du bist ein, geil. War in meinem Team die ganze Zeit und ich habe den Namen vergessen. Donarion. 5 Darkoma. Giga, Giga, normal, normal, Darkoma. 5. Jacques, Riolu, Maurice, Carpador, Ramax, Strawickel und Benny. Nekrozma. Sagen manche Leute eigentlich Nekrozma? Nekrozma? Mauri Shillock. Sandwichkatze Solgaleo. Achso, ja, ich gebe dem einen dann halt noch die Dünersuppe. Ja. Klar, wenn du willst. Aber ich habe ja eine eigene Gigabox und eine normale Box, deswegen... Bräuchte man, wenn man wirklich Formdecks macht? Wobei, das ist halt die Frage, wie man es interpretiert oder wie man die Ordnung gerne hätte. Nur wegen der Ordnung, weil wenn du Formdecks machst, musst du ja nur die Form besitzen. Dann ist es egal. Aber wegen der Ordnung, weil ich eine eigene Gigabox habe, brauche ich halt 5. Hallo Sandwichkatze. Nick Rotzmal, genau. Dankeschön. What the fuck? The guy is strong. Für deinen allerersten Sub hier. Dankeschön.
Das wäre ein wundervoller Name. Ich Spiel kommt heute Kapu, weil es technisch das schlechteste Main-Game ist. PLA, weil es den schlechtesten Decks hat. PLA hat den schlechtesten Decks. Gen 4 ist einer der besten Decks, die es gibt, Mauri. Was meinst du mit schlechtesten Decks? Manchmal sind eure Meinungen so verspult. Es kommt natürlich kein Main-Game, weil kein Pokémon-Main-Game ist objektiv schlecht. Ich rede von objektiv schlechten Spielen, die wir heute spielen. Und ich kann euch versprechen, die meisten davon kennt ihr nicht mal, geschweige denn, dass ihr sie gespielt habt. Ich kann garantieren, niemand von euch hat alle vier gespielt. Das kann gar nicht sein. Wenn jemand alle vier gespielt habt und ihr habt irgendwie einen Beweis dafür, was schwierig wird, dann gebe ich euch was. Ich weiß nicht, wie wir das überprüfen können. Die Aufgaben. Achso, du wolltest die Aufgaben im PLA-Dex nicht vervollständigen. Ja, aber wenn du sagst der Dex, dann meinst du damit die Auswahl der Pokémon. Hallo Uwe, hallo Krabirius. Pokémon Snap? Pokémon Snap ist eins der geilsten Spiele ever. Was? Channel? Nein, Channel ist auf vielen Listen drauf, aber ich persönlich finde Channel nicht schlecht. Channel ist seltsam, aber Channel funktioniert. Wir gehen noch älter und noch schlechter. New Pokémon Snap, das ist noch so viel besser als das Original. Radar? Traumradar ist überhaupt kein schlechtes Spiel. Es ist halt für die 5 Euro... Was erwartet man für ein 5-Euro-Spiel? Traumradar ist überhaupt kein schlechtes Spiel. Es ist halt ein kleines Add-on zu einem fetten Spiel. Detektiv Pikachu hatte ich mir überlegt... Aber das ist halt eigentlich kein schlechtes Spiel. Es ist halt wirklich für Kinder. Kinder finden das Spiel bestimmt voll geil. Und viele, viele Leute finden Detektiv Pikachu geil. Aber die meisten, die spielen, finden halt es tot langweilig. Aber es ist nicht unbedingt ein objektiv schlechtes Spiel. Die Spiele, die wir heute spielen, sind objektiv schlecht. Tsurumi sagt Pinball. Pinball, Pokémon Pinball sind großartige Spiele. Was redet ihr? Poképark ist sowas wie Pokémon Bank. Nur für die Wii. Ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist. Pokémon Puzzle League? Was ist denn schlecht an Pokémon Puzzle League? Das ist Tetris, nur mit Pokémon. Pokémon Tastenabenteuer wäre eine Überlegung, aber es macht halt auch das, was es verspricht. Ne? Du kannst ein Spiel nicht schlecht nennen, nur weil du denkst, dass es kein Mensch braucht. Pokémon Tastenabenteuer, ich meine, es gibt auch ein Pokémon Druckstudio oder sowas, was ich damals hatte als Kind. Das war eine CD, was einfach eine Software war, womit du Sachen drucken konntest. Das heißt, du konntest irgendwas drucken, aber konntest zusätzlich dann Pokémon-Designs draufziehen und drucken. Und ich habe das gemacht als Kind, einfach Tinte verschwendet. Pokémon Go, das muss ich gar nicht erwähnen, dass das Schrott ist. Pokémon Go ist nicht umsonst das Spiel mit den meisten Bugs in jedem Mobile Store. Also wenn du nach reporteten Bugs gehst oder nach Fehlern im Spiel, ist Pokémon Go das oberste aller Spiele. Also das Spiel mit den meisten Bugs in einem App Store. Cap oder Jump ist ein gutes Spiel. Was ist los mit euch? Als Kind habe ich das TCG geliebt auf dem Game Boy. Ja, großartiges Spiel. Wir suchen die schlechtesten Spiele. Und eins davon haben jetzt zwei Leute schon gesagt und das ist Hey You Pikachu. Und hey, you Pikachu, sollen wir damit anfangen, weil ich das extra groß komplex hier installiert habe? Hey, you Pikachu. Hey, you Pikachu. Battle Revolution ist kein schlechtes Spiel. Hey, you Pikachu ist ein Spiel, das in Europa gar nicht rauskam. Deswegen auch schon mal hier. Ich bin mir sicher, niemand von euch hat ernsthaft Hey You Pikachu gespielt. Denn das gibt es nur in Japan und in Amerika. Ich habe zum Beispiel eine komplette japanische Box-Version mit allen Teilen, wie ich dachte allen Teilen. Was nämlich zum Beispiel fehlt, ist ein kleiner Aufsatz vom Mikrofon, den kein Schwein braucht. Aber der ist nicht dabei gewesen und ich müsste eigentlich mal zurückgehen. Aber ich habe das Ding vor 3 Jahren oder so gekauft. Es wäre jetzt blöd, sich jetzt zu beschweren. Aber ja.
Das ist ein kleines Mikrofon, das da bei dem Spiel dabei ist. Und mit diesem Mikrofon kann ich, das hat sogar hier so eine Schnalle, die man hier dran machen kann, mit diesem Mikrofon kann ich mit Pikachu reden. Und das war ein N64-Spiel. Warum war das jetzt eine schwierige Sache zu installieren? Na, zum einen gibt's das Japanische. Das Japanische kann ich nicht wirklich spielen, weil ich verstehe kein Wort und es wird sowieso schwer, mit Pikachu zu reden. Also Japanisch, keine Chance. Aber hier ist alles drin. Dann, steckt jetzt schon drin, habe ich mir also die amerikanische Version von Hey Yo Pikachu geholt, die wir wenigstens verstehen können, weil wir der Sprache des Englischen mehr fähig sind. Da ist aber das Problem, was ich dann rausfinden musste. Ich habe eine japanische N64 und ich habe auch eine amerikanische N64 und eine deutsche N64. Also da ist schon mal kein Problem. Ich habe die N64, mit denen ich dieses Spiel abspielen kann. Aber was ich nicht dachte ist, dass das Mikrofon ist auch region-locked. Deswegen, ich habe jetzt zwei Mikrofone. Ich hatte zuerst nur das japanische Mikrofon, bei dem die gelbe Kugel gefehlt hat. Und jetzt habe ich auch noch das amerikanische Mikrofon, bei dem auch die gelbe Kugel fehlt. Was ein bisschen schade ist, weil mit gelber Kugel sieht es natürlich cooler aus. Aber mit diesem amerikanischen Mikrofon funktioniert es. Ich habe es heute kurz getestet. Und Mann, ist es dumm. Deswegen können wir mit einer japanischen N64, einem amerikanischen Spiel und einem amerikanischen Mikrofon Hey You Pikachu spielen. Jetzt denkt ihr euch, Mensch, das klingt ja teuer. Joa. Da es ein scheiß Spiel ist, ist es nicht so teuer. Aber Vollgott, hör auf. Was machst du für einen Quatsch? Aber ich würde es ja emulieren, wenn das emulierfähig wäre. Ich hätte kein Problem damit. Also zum einen ist es lustig, so ein Scheißspiel zu besitzen, aber zum anderen, es ist zu streamen, ist kacke, weil ich brauche dafür eine, sieht man das alles hier? Ich brauche dafür eine SD-Capture-Card und die ganzen Kabel und hier und da. Und es ist echt nervig zu installieren, dass ich eine N64 für euch sichtbar machen kann, streamen kann. Deswegen ist es so viel einfacher zu emulieren natürlich. Aber es geht nicht, weil die Technik vom Mikrofon, mit dem du mit Pikachu reden kannst, kannst du nicht emulieren. Du kannst das Mikrofon nicht einfach an deinen PC anschließen, weil das ein N64-Mikrofon ist. Und du kannst das Spiel nicht mal starten, wenn das Mikrofon nicht verbunden ist. Deswegen ist es unmöglich, dieses Spiel zu emulieren im Moment. Deswegen müssen wir es richtig spielen. Und das machen wir jetzt. Willkommen zu einem der schlechtesten Pokémon-Spiele, die jemals gemacht wurden. Und ich habe mich dann auch gefragt, warum haben die so ein Spiel gemacht? Haben die wirklich ernsthaft ein komplettes Hardware-Produkt erfunden? Ein Mikrofon? Mit hier richtig N64 zum Dranschließen? Nur wegen Hey You Pikachu, was ein riesiger Flop war? Nein! Also ich glaube nicht, dass sie es deswegen gemacht haben. Müsste man jetzt mal nachforschen, ob was zuerst rauskam. Aber in Japan ist eine Art von Spiel, genau für diesen Augenblick haben sie es gemacht. In Japan ist eine riesige Art von Spiel, eine Art von Spiel riesig und das ist Train Simulators. Japaner lieben es, Zugfahrten zu simulieren. Und es gibt einen N64 Zugsimulator, wo du Schaffner bist. Oder halt nicht schaffen, aber Zugfahrer bist und halt mit so einem richtigen nach vorne drück Ding halt Zugsimulation spielst auf der N64. Gab es bestimmt sogar noch früher. Und dafür gab es auch dieses Mikrofon. Wo du einfach dann, meine Damen und Herren, bitte halten Sie sich zurück. Der Zug fährt nun ein. Mind the gap oder sowas. Ich glaube eher, dieses Mikrofon wurde dafür gemacht und dann dachten sie sich, hey, lass doch mal auch ein Pokémon-Spiel machen, wo das Mikrofon benutzt wird, damit die Hardware nicht komplett umsonst gemacht wurde. Pyro, du bist ein Panzer-Eron. Ist das nicht geil? Pokémon Pinball Mini ist kein schlechtes Spiel. Das werden wir auch noch bald spielen. Ja, so wirklich. Ein schlechtes Spiel ist zum Beispiel, so, mal schauen, ob das jetzt alles First Try funktioniert, was ich mir an Technik ausgedenkt habe.
Wo wollte ich hin? Hier. Oh. Es funktioniert. Wenn sich auch nur einer beschwert, oh, was ist das für eine schlechte Qualität? Das ist original von der N64 abgezapft, okay? Es ist logisch, dass da einige Störlinien drin sind. Ich habe die nicht weggekriegt. Es ist echt kein schlechtes Bild dafür, dass es ein bisschen zu groß ist für die eigentliche Auflösung. Das Spiel ist so groß in Wirklichkeit. 480p ist, glaube ich, die N64. Also so wie ein 3DS von 2018. Pika. Pikachu, du dicke Sau. Wir spielen jetzt ordentlich. Seht ihr dieses Symbol da unten? Pika. Seht ihr das da unten rechts? Pikachu. Freust du dich, Vollgott? Bist du nun zufrieden? Erklär mir deine Vorgehensweise. Warum musst du das triggern? Die Wii hatte noch 480. Das ist so krass, ne? Hey, Pikachu, du dicke Sau. Gib uns deinen Donnerschock. Es freut sich. Ich glaube, das ist so unfassbar simpel. Das Problem ist halt, wir müssen ihm jetzt Sachen sagen und er macht dann das, was wir ihm sagen. Und ich glaube, es gibt 5 Begriffe, die man benutzen kann und keiner davon funktioniert. Das Spiel ist quasi unspielbar, weil Pikachu dich nicht versteht. Und wir dürfen, glaube ich, auch nicht vergessen, ich muss mit dem auf Englisch reden, weil das Spiel nie in Deutschland erschienen ist. Naja, auf dieser N64 war bereits ein Spiel drauf, aber das ist uns egal. Wir machen jetzt ein komplett neues Spiel. Und ich muss das übrigens mit einem Kack N64-Controller spielen. Das wird so richtig schlimm. Aber ja, ich mache noch kurz meine Kamera, dass ich ein bisschen anders hier sitze. Oh, geht gar nicht. Ich kann auch so machen. Das ist besser. Pika. Ja. Ja, Pikachu. Gott, dieses Pikachu wird mich so nerven. Es ist ja auch nicht so, dass Pikachu... Also ich hasse ja Pikachu. Ist ja ein Pokémon, was zum Glück inzwischen weniger Aufmerksamkeit bekommt. Selbst Game Freak hat genug von Pikachu. Die haben selber keinen Bock mehr auf das Tier. Okay. Das Spiel liebe ich immer noch, das war so süß. Das hier? Meeting Stream. Unmuting Stream. Okay, jetzt bin ich schon beeindruckt. Jetzt bin ich schon beeindruckt. Gebt euch das. Ich bin doch beeindruckt. Leute, es stellt sich raus, keins der Spiele ist scheiße. Keins davon. Wir müssen kurz Phil sein Ding machen lassen, dann kann ich hoffentlich endlich loslegen. Phil, vielen Dank für 1000 Bits. Dankeschön, Dankeschön. Hallo Kühner, hier Phil. Dein Zettel wie immer. Dankeschön für 1000 Bits. Und Dankeschön für 5 Subs. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und hier ist dein Spirit. Tosca Mexicana. Okay, gebt euch das. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Aber Pikachu! Pikachu! Nein, ich hab geschrien. Pikachu! Pikachu! Nein. Hör mal. Pikachu, hör mal her. Pikachu! Pikachu! Habt ihr das nicht vorhin gesehen, als ich gemutet war? Als ich reingeschrien habe, hat der einen Donner gemacht. Pikachu! Pikachu! Hallo? Pikachu! Was kann ich noch sagen? Thunder. Warum funktioniert das? Ich dachte, du hast Fuck you geschrieben. F-
Fuck you. Pikachu. Ezekiel. Fuck you. Pikachu. Geht. Sag PlayStation. PlayStation. Pikachu. Es mag PlayStation. Bestätigt. New game. New game file. I don't care. Game data is already saved. If you start a new game, your previously saved data will be lost. Yes. Er sagt, fuck you too. Das ist meine Mutter. Wir brauchen immer eine Mutter in einem Spiel. Irgendwann wird auch mal unser Vater uns aufwecken. In Gen 10 dann. It's morning, time to get up. Das ist die Stimme von meiner Mutter. Oh, wir werden nicht wirklich, es wird nicht, glaube ich, bestätigt, wie alt wir sind. Vielleicht sind wir einfach so ein 40 Jahre alter Mann, der einfach sein Leben überhaupt nicht auf die Reihe gebracht hat und zu Hause lebt mit seinen Pikachu-Figuren. Wach auf! Ist heute nicht der Tag, wo Professor Eich dich testet? Oh ja, stimmt. Ich bin einfach... Oha. Ob sie auch einen Pantymos hat? Ja, mit dem können wir dann reden. Ihn ausfragen. Kühner, du bist ein Lapras. Vergiss nicht den Poke-Helper, den Professor Eich dir geschickt hat. Ich frag mich, was für ein Test das wohl ist. Ich hoffe, es läuft gut. Viel Glück. Okay, ich mach gar nichts, ne? Also der macht das von alleine. Danke fürs Kommen. Das ist der Vertania-Wald. Ja, ne? Wo wilde Pokémon herkommen, um zu spielen. Im Moment würde ich dich gerne darauf testen, ob du was mit dem Poke-Helper lernen kannst. Ob du mit den Poke... Ja. Der Test ist einfach, sprich einfach mit Pikachu, damit es dir zuhört. Also, schau zu Pikachu hin und dann sprech, während du Z hältst. Ich hoffe, es funktioniert. Oh, das hoffe ich auch, Mr. Eich. Oder ich hoffe es nicht. Pikachu, du dicke Sau, schau her. Pika. Ich weiß nicht genau, was abgeht. Pikachu hat dich gehört. Der Pokehelper liest deine Gefühle und sendet sie an das Pokémon? Sprich noch mehr zu Pikachu. Pikachu, es ist Zeit, richtig abzugehen und die Leute hier richtig zu beeindrucken. Komm jetzt gefälligst her und die Bubble wird immer größer. Leon nimmt das Spiel null ernst? Wie soll ich das ernst nehmen? Da ist ein 3-Polygon-Pikachu vor mir, mit dem ich reden kann, durch ein Mikrofon, das an meine N64 geschnallt ist. Pikachu hat gedacht, etwas zu hören. Sprich mit ihm, bis es dich... Until it notice you. Notice me, Senpai! Notice me, Senpai, notice me! Pika? Wie lange es aber auch braucht. Es sieht so aus, als würde Pikachu immer noch nicht checken, wo du bist. Keep talking. Senpai Pikachu, notice me Pikachu, Pikachu, Pikachu. Oh, oh. Keep hitting it with the voice bubbles. Voice bubble. Hohensohn. Dong. Den Dong. Hohensohn. Das hat ihm gefallen. Hohensohn hat ihm gefallen. Pikachu, Senpai noticed you. Das heißt, ich kann vielleicht auch andere Pokémon fangen anstatt Pikachu und dann auf Home übertragen. Und dann habe ich Pokémon, mit denen ich reden kann in Home und ich habe endlich Freunde. Du hast den Test bestanden. Amazing. Selbst wilde Pokémon können fühlen, dass du ein guter Mensch bist. Ich wusste, dass du meinen Test bestehst. Ich lasse dich den Pokehelfer ab jetzt benutzen. Pikachu, 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 Pikachu. Pikachu. Pikachu? Weißt du, es gibt ja immer die Theorie, reden Pokémon ihren Namen und wir haben sie danach benannt, was sie sagen?
Oder haben Pokémon uns nachgeplappert, weil wir ihnen die Namen gegeben haben? Also sind das Papageien oder haben die wirklich ihre Namen gesagt? Aber dann würden wir Glumanda Mäh nennen. Und Kanimani auch. Mäh. Was soll ich mit Pikachu reden? Pika. Philipp, vielen, vielen Dank für 6 Monate. Scheiß gelbe Ratte. Vielleicht sagt es irgendwann dann gelbe Ratte, gelbe Ratte. Philipp, vielen Dank für 6 Monate. Lady, du bist ein Venipot. Was war das? Das ist ein Habitak. Selbst, obwohl du mit Pikachu connected hast, verschwindet es, verpisst es sich. Vielleicht solltest du dich auch verpissen. Okay. Ich werde dir ein paar coole Sachen morgen beibringen. Okay. Synjala. Du bist ein... auch ein sehr hässliches Pokémon. Es tut mir leid. Du bist so ein Hase. Endlich zu Hause. Willkommen zu Hause, mein Boy. Du siehst voll happy aus. Hast du den Test bestanden? Ah, ist das so? Du musstest mit Pikachu reden? Bist du morgen wieder draußen in der bösen freien Welt? Und wirst von Propaganda von bösen Politikern überschwemmt, die dir beibringen, mit Pokémon zu reden, die dich nicht verstehen? Dann sollst du jetzt ins Bett gehen. Gute Nacht. Okay, Mama. Frage mal komplizierte Steuerfragen. Mach ich. Du hast endlich den Hyperball, Philipp. Ja. Und bald hast du den Mindball und den Glitchball. Hey, mit Pikachu zu talken war voll cool. Wie wird es morgen wohl aussehen? Autosave. Und das zu N64-Zeiten? In dieser Economy? Es ist schön draußen. Must be nice. Wie heiße ich eigentlich in dem Spiel? Wenn die heutzutage so ein Spiel machen würden und die würden dem Namen geben, dann wäre unser Charakter oder der Professor Eich aus diesem Spiel würde irgendwie Professor Talkie Talk heißen oder Walkie Talkie oder sowas. Hey, da ist eine Nachricht. Es muss Professor Eich sein. So. Ich habe schon gedacht, er fragt mich, ob ich excited war zu schlafen. Warst du gestern Nacht zu aufgeregt, um einzuschlafen? Haha, so dachte ich das mir. Das Pikachu von gestern ist immer noch im Wald. I'll show you the way. Ich hoffe, du wirst noch mehr befreundet mit Pikachu. Ich werde nur süße Sachen zu Pikachu sagen. Ich werde es so... Heute können die das gar nicht rausbringen, so ein Spiel, weil die Leute nur böse, böse Sachen diesem Pikachu an die Wand werfen und dann wird es gespeichert und was nicht alles. Professor Voicebert, genau. Wie heißt dieses Formular von Asterix und Obelix? Das Pikachu von gestern ist am Schlafen. Oh mein Gott, Team Rocket! Hinter dir ein Kapaloris, das noch gar nicht existiert in N64-Zeiten. Passierschein A38, wie bekomme ich den? Aber das ist eine geile Animation, wie es aufwacht. Warum sind da Dornen? Pikachu, setz Zerschneider ein. Warum sieht es so geil Anime-Face aus? Rechts und links sind Zeichen erschienen. Das heißt, Pikachu will mit dir reden. Ah. Also begrüße Pikachu. Guten Morgen, du alter Stecher. Pika.
Say a nice friendly greeting, habe ich doch gerade. Das Gesicht von ihm. Pika! Pika! Hey, du geile Ratte. Pika, Pika, Pika. Leute, ich glaube, ich weiß, wie ich das machen muss. Pika, Pikachu! Pika! Pika! Ohayo, Pikachu-sama! Ja, das verstehst du auf einmal, du rassistisches kleines. Okay. Meine Güte, da reagiert er auf einmal, wenn ich ein bisschen. Na gut. Wie heißt die gute Dame? Das Pikachu. An dem Schwanz lässt sich zeigen, dass das wahrscheinlich ein Männchen ist. Ich muss den Streamtitel korrigieren, das ist mit Abstand eines der geilsten Pokémon-Games. Ich weiß es noch nicht. Es kommt drauf an, wenn wir dann wirklich was machen müssen und es uns nicht versteht. Was zum Teufel hat Pikachu denn da aufgehoben? Weißt du eigentlich, sie sollte mal rausgehen. Das ist ein Ball. Wenn du den B drücken... Okay, press B. Oh, jetzt will ich das erste Mal den Controller benutzen. B. Beachball. Ein bunter... Wie übersetzt man? Bouncy. Springender Ball. Es macht Spaß, ihn zu werfen. Jetzt muss ich mit Pikachu Catch spielen. I guess it's a beach ball. Danke, Professor Eich. Okay, wir sollen es werfen. Now saying throw it. Jetzt wirfst du mir das mal her, gell? Okay? Es kann bayerisch. Zumindest mein schreckliches Bayerisch. Es sieht so aus, als würdest du es gut darin tun. Also es ist gut, wie du mit ihm redest, mit dem Pikachu. Warte, ich kann, glaube ich, auch den Ball zurückwerfen. Aber es geht noch nicht. Start. Auf Start kann ich dann den Ball eigentlich auch nehmen. Okay. Das Spiel besteht viel darin, einfach zu warten, wie das Pikachu macht. Es schaut einfach nach oben und darauf musste ich jetzt warten. Pikachu schaut nach oben. Es kommt ein böses Tauboss und stiehlt es. Habt ihr irgendwelche Wünsche, die ich Pikachu fragen soll? Ich meine, es kommt nicht oft vor, dass ihr mit einem echten Pikachu reden könnt. Pikachu, du alter Saubazi. Was ist denn da oben zu sehen? Try calling it again. Pikachu, jetzt guck's mal her, sonst gibt's da ordentliche Watschen ins Gesicht. Sei nett. Ich bin voll nett. Vor allem, es versteht mich gar nicht. Wir haben gemerkt, dass es nur Japanisch kann vorhin. Das macht einfach irgendwas. What's up there? Übrigens, ich habe noch nicht einmal das gesagt, was Professor Eich gesagt hat, ich sagen soll. Was hast du denn da oben gesehen? Pikachu! Oh mein Gott. Pedro. Oh, ist es das? War es das? Du verstehst, was es sagt, oder? Mhm. Es hat einen Apfel aus dem Arsch gezogen. Mensch, Pikachu, wo ist denn das her? Was ist denn das? Pikachu will, dass du dem Item einen Namen gibst. Okay, Leute, was für einen Namen sprechen wir in das System, dass das ist, was der deine Hand hält? Pokéhelper. Apple. Favorites. I wonder how it tastes. Du weißt nicht, wie ein Apfel schmeckt, Professor Eich? Oder redet, ich glaube, das Ding redet. Popo. Arsch. Leberkäse. Guess the name. This is a good Leberkasto. Weggeschmissen. Fuck that. Und jetzt? Ich glaube, Pikachu hat dich geärgert. Jetzt hebst Quellix den Leberkäse wieder auf, gell?
Oh, zu blöd. Zu blöd. Wir sollten nach Hause gehen. Sag tschüss. Fiat ahoi. Übrigens, ihr solltet nicht euer Bayerisch an mir testen, vergleichen oder sowas. Ich bin ein sehr schlechtes Beispiel dafür. Was? So. Pika. Fitti goodbye. Pikachu. Also ich weiß noch nicht, wie genau. Ich habe die größte Kritik an dem Spiel ist, dass Pikachu dich nie versteht. Bisher konnte ich den größten Bullshit reinreden. Und das hat immer funktioniert. Ich meine, das Spiel hat mir gesagt... Schau mal, wie süß sich Pikachu umdreht. Nein, komm zurück! Ich kann nicht. Pikachu. Hätte ich sagen sollen? Ich war zu spät. Ich war ein Frame zu spät. Komm zurück! War das jetzt geskriptet oder habe ich das Spiel verkackt? Pikachu. Bisher, ich meine, es hat mich darum gebeten, dass ich Apfel sage. Und ich habe Leberkäse gesagt. Einen kompletten Satz ohne Apfel drin. Und es hat einfach trotzdem den Apfel weggeschmissen. Ah, endlich zu Hause. Es hat Spaß gemacht, mit Pikachu zu reden. Ich werde das morgen nochmal machen. Frame perfect. Dann muss es shiny sein. Ich habe es probiert. Gerade. Wenn man im letzten Frame, bevor es weggeht, mit ihm redet und sagt, shiny perfect, shiny frame perfect, dann, aber es war ein Frame zu spät. Ich finde immer ein bisschen zu lasziv, wie da steht, the bedroom. Scene 1, the bedroom. Es ist morgen. Oh nein, es ist uns gefolgt. Die Rattenplage ist endlich da. Nicht endlich. Ich habe alles versucht, um es zu verscheuchen. Aber das Pikachu verfolgt uns. Das wäre doch eine schöne Prämisse. So, ich will nicht, dass Pikachu mein Freund ist. Das machen wir ab jetzt, oder? Ich versuche alles, damit Pikachu einfach weggedrängt wird und damit ich keine elendige Rattenplage bei mir zu Hause habe. Und ich sage nur sowas wie, geh weg oder so. Ein bisschen knuffig ist es schon. Aber zu N64-Zeiten war der auch noch eine kleine dicke Ratte, was viel süßer war. Ist das ein wildes Pikachu? Oh, du bist so süß. Oh, das heißt, da es rot ist, schätze ich mal, ich kann sagen, you're so cute und es checkt es. Das ist also Pikachu. Es ist gekommen, um mit dir zu spielen. Ich wünschte, ein Pokémon, das so süß ist, würde mit mir spielen. Also, okay. Sei gefälligst nett zu ihm. Okay, Mama, okay. Nein, lassen Sie mich in Ruhe. Ich will keine Ratte bei mir zu Hause haben. Pikachu. Was will, dass ich die Tür aufmache? Hey, it's off to play with Pikachu. It's off to play with Pikachu? Was? Es ist falsch, mit Pikachu zu spielen? Was? Ever. It's off? Hat er sich von sich selber it's off? Sagt man das so? I'm off. Da stand it's off. Ist das ein Übersetzungsfehler? Das muss ich irgendwie überprüfen. It's off. Das heißt, man sagt I'm off to play with Pikachu, nicht it's off. Der sagt von sich selber it's. Naja. Vielleicht absichtlich. Viel Spaß. Okay, ich konnte verhindern durch meine Aussage, dass es nicht in meinen Raum kommt. Bisher konnten wir es verhindern, dass es meinen Raum betritt. Oh, spielst du schon mit Pikachu? Ich sehe, es hat sich zu Ocrewoods? Ist das ein neuer Bereich? Ocrewoods. Nie gehört. Du hast so ein Glück. Ich wollte schon immer sehen, wie die täglichen Aktivitäten von einem wilden Pokémon sind. Ja, es gibt nämlich hier auch andere Pokémon. Es ist Bisasam. Sieht so aus, als hätte Pikachu ein... Achso, Pikachu wurde eingeladen zu einem Bisasam-Picknick. Genau, ich schmeiß auch einen Donnerstein drauf. Ich wollte mich nicht entwickeln. Es ist zum It's Off.
Ah, im Sinne von, er hat gesagt, hey, Pikachu ist hier, um mit mir spielen zu gehen. Ah, okay. Pikachu? Bulbasaur. Ich glaube, Bisasam hat nicht alle Zutaten für das Picknick. Es dauert ein bisschen, bis das Picknick anfangen kann. Okay, Pikachu wurde gesagt, es soll spielen gehen. Boah, warum spricht Professor Eich Pokémonisch und wir nicht? Pikachu hört, was es alles benutzen soll für Rezepte. Das ist Zwiebel. Warum hast du eine Zwiebel auf dem Kopf? Ich bin ein Döner. Karotte. Da merkt man, dass das Spiel aus den 90ern ist. Man hat noch richtig Geduld gebraucht. Was ist das? Ein weißes Blatt. Das heutige Gericht ist ein Eintopf. I can't wait. Achso, ich kann nicht. Ich bin so gespannt drauf. Endivier-Salat kriegt. Stimmt, das eine war so ein Endivier-Blatt. Abgerissenes Endivier-Blatt. Es sieht so aus, als würde Pikachu tief in den Wald gehen. Du kannst heute den ganzen Tag spielen, um deinen Appetit zu vergrößern. Ich mache übrigens nichts, ich steuere nicht. Das ist alles nichts. Ich muss nichts machen. Gott, dauert es lang. Pikachu, nein! Tief im Okrewood. Du bist tief im Wald. Hier gibt es viele Rezepte, Ingredients. Bisasam ist wahrscheinlich hier und sammelt sie. Du kannst so lange hier bleiben, bis es Zeit zu essen ist. Ich steuere immer noch nicht. Oh, ich kann steuern. Ich kann steuern. Oh mein Gott. Ui. Oh mein Gott. Das ist schrecklich. Ich kann mich nicht wirklich drehen. Mein Blick konzentriert sich immer auf Pikachu, egal wo ich nicht gehe. Ich probiere aber verschiedene Tasten aus. Mushroom. Ich muss, glaube ich, alles Pikachu sagen. Ich kann nicht selber einfach einen Pilz aufheben. Ich muss Pikachu sagen, heb den Hilfe auf. Hier, nein. Pikachu, heb die Zwiebel auf, Mann. Vor dir. Böse, leg das wieder hin. Bist du dumm? Nicht einschlafen jetzt. Verstehst du nicht? Wir müssen arbeiten. Bisasam braucht unsere Hilfe, um Gott. Um Gott, um Gottes Willen. Nimm die Zwiebel vor dir, du dummes Stück. Ja, genau. Schön, du hast eine Zwiebel gemalt. Nimm sie. Sie liegt buchstäblich unter dir. Na, ich hab dich nicht gerufen. Nimm die Zwiebel, auf der du mit deinem rechten Bein stehst. Onion. Pikachu, was tust du? Ja, dann nimm... Nein, du nimmst die ganze Zeit die Sachen, die nicht im Rezept drin sind. Verstehst du das nicht? Mushroom. Pilz. Okay, dann sage ich's halt. Nein. Was ist das? War das da dabei? Das ist ein Maiskolben, Mann. Magnemite. Magnemite can deliver anything you find. Okay, also ein Magnetilo oder ein Magneton bringt alles. Das lässt Felix hier. Das will keiner. Ja. Nicht essen, es ist giftig. Schau, wie es ihm schlecht ist. Oh mein Gott. Das ist so seltsam, die Steuerung. Wo war dieser... Hier. Kommst her? Onion. Pika.
Ich kann nicht mal zur Onion, weil es jetzt da hinten steht. Ah! A strong tasting. How's it smell? It's taste. It's großartig. Onion, Pikachu, Onion! Ich habe das Gefühl, ich vergesse irgendeine Taste, mit der ich tatsächlich mich bewegen kann oder so. Aber ich kann nicht mich gescheit bewegen. Ich habe keine Tasten mehr. Pikachu. Pikachu. Hasn't noticed me. Senpai Pikachu, notice me. Ah! Dreh dich um! Nimm die Onion. Take the Onion. Warum schleicht es dauernd K.O.? Yes, Onion. Pikachu heard you call it. Da. Es wird richtig schlecht drauf, glaube ich, gerade. It's often used in stews. How it smell. Onion. 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 Pika. Yes, yes, yes. Pikachu. Yes. It's getting late. Nein, 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 nein. Yes, okay. Oh, wow. Ist nicht die Onion. Hat die fucking Zwiebel gegessen. Hier liegt sonst nichts, was wir brauchen, oder? Das war Zwiebel. Was war denn das andere? Zwiebel. Ich weiß, dass da ein Magnetilo ist. Magneton. Wo ist es? Da, aber ich glaube, das ist hier einfach, das wartet halt, bis wir... War das ein Pilz, was ich auch brauche? Ich kann nicht mal den Pilz anvisieren, weil der da drüben ist, aber Pikachu... Pikachu, komm her! Okay. Okay. Pikachu! Pika! Sounds like it's finally time to eat. Wir haben nichts zum Picknick dazu gesteuert. Gar nichts. Pikachu hat sich einfach den Bauch vollgeschlagen mit Eicheln und Zwiebeln. Ich frage mich vor allem, wie spielt man es durch? Pika. Aber die Story und fertig. Pika. Ich habe es aber tatsächlich probiert. Aber ich weiß nicht, ich meine, ich habe Onion und dann habe ich halt anscheinend... Solange du nicht komplett das Richtige sagst, macht er das... Pikachu ist abgehoben. Was passiert? Pikachu hat einfach kurz Flug genommen. Wenn es eine Mystery-Suppe gemacht hat, dann waren da nicht genug Zutaten drin. Ah, deswegen geht's Pikachu so schlecht. Weil wir es nicht geschafft haben, auch nur eine Zutat einzusammeln, die du in der Hand hattest, buchstäblich. Ich sollte ein paar Zutaten sammeln. Ach, wirklich? Sollte ich das mit meinen menschlichen Händen, die ich benutzen könnte, um eine Zwiebel aufzusammeln? Pikachu ist den ganzen Weg gekommen, um dir Tschüss zu sagen. Bin sehr enttäuscht von dir. Das war eine sehr schlechte Arbeit heute. Pikachu! Und so entstand Ballon Pikachu. Aber solche Sachen sind dann egal. Die müssen nicht stimmen. Das heißt, ob ich jetzt Goodbye sage oder die gemeinste Sache ever, ist es einfach okay, tschüss. Was? Wahrscheinlich muss ich jetzt das Gleiche nochmal machen, bis ich es schaffe, oder? Endlich zu Hause. Es ist sehr ähnlich zu Channel. Und das war vor Channel draußen. Dass wir quasi sind in einem Bettraum, in einem Bedroom. Und die ganze Zeit hast du Zyklen von Tagen, die vorbeigehen und du musst immer wieder was schaffen, damit es weitergeht.
Ich schätze mal, dass ich das jetzt nochmal machen muss, bis ich es schaffe, oder? Oder ist es einfach random, was passiert? Und quasi du spielst das Spiel durch, indem du alles schaffst, was random an Tagen passiert? Aber vielleicht ist es auch eine gewisse Reihenfolge, die passiert. Hey, Pikachu ist wiedergekommen. Bitte, kommen Sie nicht wieder. Ich will einfach nur schlafen und ich will einfach nur in der Schule gut sein. Pikachu! A Field Trip. Okay, es sind verschiedene Kapitel. Springleaf. Springleaf Field. Pikachu. Okay, da ist ein Myrapla. Reiß das Myrapla raus, Pikachu. Start, los. Pikachu. Warum hat Pikachu gerade diese Augen gemacht? Pikachu, reiß das raus. Donnerschock. Thunder, go! Kill the Oddish, kill the Oddish! Warum macht es diese Augen, wenn es Oddish sieht? Kill it, kill the Oddish! Kill Oddish! Ja, langsam. Es geht. Ja. Ja. Kill Oddish. Pikachu. Okay. Pikachu? Okay. Pikachu. Friss ja nicht die Erdbeere. Gib sie Magnetilo. Friss nicht die Erdbeere, Mann! Ich habe okay gesagt. Okay heißt, es soll mitgenommen werden nach Hause. Wer schreit hier? Wer schreit hier? Irgendwas schreit hier rum. Was? Du bist kein Pikmin. Der Franchise ist noch nicht mal rausgekommen. Hast du gerade eine Blume auf mich geschmissen? Myrapla, kill Pikachu. Myrapla, Toxin. Pikachu is coming over here. Pika. Go away. Pika. Leave me alone. Gift Powder. Heißt es nicht Toxin, auch im Englischen? Toxin, doch, oder? Bestimmt. Mushroom. Da oben steht Glumanda. Charmander. Wahrscheinlich rede ich auch. Wahrscheinlich rede ich auch viel zu laut die ganze Zeit. Charmander. Charmander. Was muss ich tun? Man spielt einfach rum, ohne zu wissen, was man tun soll und nichts passt, nichts macht man. Thunder! It's almost evening, you have to leave. Ich hab nichts gemacht! Sunflower! Das heißt doch bestimmt Sunflower, oder? Ich kann es nicht anvisieren. Nein, leaf? Flower. Flower. Ich hab dich nicht gerufen. Flower. Ja, ja, ja. Okay, geh zu der, die am weitesten weg ist. Okay. That's not a flower, that's oddish. That's a strange radish. Thunder! Jetzt sieht er Charmander, nachdem ich 10-mal Charmander gesagt habe.
Charmander! It's time to go. Nichts. Nichts funktioniert. Ich verstehe diese Open World nicht. Was macht man denn hier? Bitte komm nie wieder. Keiner mag dich. Hallo, was ist das? Das ist Heyo Pikachu, wo du Pikachu hast und mit ihm reden kannst, damit es dir gehorcht. Nur leider gehorcht es gar nicht und versteht kein Wort von dem, was ich sage. Ich glaube, wir können das hier skippen. Das ist ziemlich jeden Tag das Gleiche. Die Frage ist jetzt, wie lang spielen wir das und probieren aus, wie was geht? Wir haben noch 3 andere Spiele zum Testen heute. Bitte komm nie wieder, wir sind keine Freunde. Pikachu. Caring for Caterpie, Part 1. Okay, quasi solange wir nicht Part 1 schaffen, kommt wahrscheinlich kein Part 2. Oder wir können die ganze Zeit alles abfucken und überhaupt nichts spielt eine Rolle und das Spiel spielt einfach durch. Wee. Thunder. Triple kill. Babysit until Butterfree comes back. Okay, wir müssen babysitten. Thunder. Wir haben sie alle. Wir haben sie alle getötet. Man sieht's nur nicht. Okay. Surfer. Caterpie. Ja, lustig, lustig, gell? Warum macht es immer diese Augen? Worm-Pokémon. Vielleicht müssen wir es schaffen, dass eins zu einem Safcon wird, weil es könnte sich an diesem Baum hier hängen. Caterpie. Attack Caterpie. Hungry Caterpie. Leaf Whistle. Was machst du, Pikachu? Was machst du? Ja. Ich kann es nicht anvisieren. Thunder. Jump. Rosebud. Thunderbolt. Pikachu. Ja. So, ich hab's ohne Tutorial geschafft. Rosebud, oder? Charcoal? Burnt Ashes. Charcoal. Oh. Rosebud. Ja. Eat it. Go to Caterpie and eat it in front of him. Es gehorcht mir einfach nicht. Es gehorcht mir nicht. Es hat mir nicht gehorcht. Das ist das verdammte Tier. Das ist nicht Shiny Raupi. Thunder Struck. Pikachu, play Thunderstruck from AC/DC. Pikachu. Ja. Vielleicht entwickelt sich jetzt eins irgendwie. Boah, diese Kamera. Ich kann nichts machen, ne? Ich steuere und die Kamera orientiert sich immer sofort
Oh mein Gott, gib ihm was zu essen. Rosebud, Rosebud, Rosebud. Tulip. Ist das eine Tulip? Tulip. Okay, dann gib halt wieder Rosebud, Mann. Vielleicht wollen Raupis auch mal was anderes essen. Mach jetzt gefälligst einen Donnerschock. Butterfree will be back shortly. Oh mein Gott. Mach gefälligst einen Donnerschock. Es spricht Deutsch. Eat it. Eat the Rosebud. Warum hat es mich jetzt böse angeschaut? Don't. Don't. Ich lass dich nie wieder mit mir spielen, wenn du Caterpie das Rosebud gibst. Und ein bisschen Abstand. Es ist ein bisschen Belästigung, so nah wie du an Caterpie dran bist. Sleep. Hä? Es war von da hinten. Von da hinten hat es hier ein Rosebud abgedonnert. Ich glaube, wir haben diesmal wenigstens was geschafft. Ich glaube aber auch, dass Pikachu das von ganz allein gemacht hätte, ohne dass wir irgendwas gesagt hätten. Haben wir was gekriegt jetzt dafür? Ich fand's geil, dass wir auch verbrannte Asche einmal bekommen haben. Wir resetten es jetzt so lange, bis wir Shiny Pikachu kriegen. Hm. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Pikachu! Okay, ich komme morgen wieder. Nein. Ich bin 8, ich muss zur Schule. Ich habe einfach einen Rubin gekriegt für 5000. Was mache ich damit? Ist das offiziell von Game Freak? Es ist ein offizielles Pokémon-Spiel, aber ich glaube nicht, dass es von Game Freak ist. Ich weiß gar nicht, von wem es ist. Die heißen irgendwie... egal. Hi Fans, es ist ich. Hallo Virox. Das ist nur das Erste. Ich würde aber sagen, dass das auf jeden Fall das Abgefuckteste ist. Deswegen müssen wir dem ganz viel Chance geben. Was hast du da auf dem Kopf? Ich hatte heute nicht. Ich muss heute mal ausnahmsweise in die Schule gehen. Bedräng mich nicht. Ich kann nicht mehr. Jeden Tag muss ich mit dir spielen. Ich kann nicht mehr. Gone fishing. It's me, Professor Oak. Oh, Pikachu ist auch hier. Okay, wir können fischen gehen. Ich glaube, Pikachu, Pikachu wollte fischen gehen. Reel it in. Angel das Magnetilo. Reel it in. Oh Gott, was? Das kleinste Goldini in der ganzen Weltgeschichte? Hast du dieses winzige Goldini gesehen? Das ist der Beweis. Pikachus essen Goldinis. Hui! Ein bisschen größeres Goldini. Immer noch zu klein. Döner, Döner, immer mit Zwiebeln. Pikachu.
8-Inch Krabby. 8-Inch Krabby? Das ist riesig, oder? Das ist riesig. Viel zu groß, würde ich sagen. Das ist zu groß. Was sagt ihr? Mach nichts! Okay, jetzt mach ich mal wirklich nichts. 10-Inch Carpador. Okay, das ist schon wirklich zu groß. Ich mach jetzt nichts. Okay, dann macht es auch nichts. Beweg dich endlich, du untrainierte Ratte. Okay, es muss einfach nur ein Impuls kommen. Ich wette, die haben dieses Spiel damals gemacht, dachten sich, ja, das wird voll krass, voll interaktiv, und haben sie festgestellt, dass nichts funktioniert, und haben einfach nur den Impuls, wenn laut, dann macht das. Wenn Mensch ins Mikrofon spricht, dann passiert das. Mach auf keinen Fall etwas. Und außerdem rede ich die ganze Zeit auf Deutsch. Es ist riesig. Pikachu. Was hat's? Pikachu? Don't do anything. Okay. Zu spät. 5-Inch. Aber ich habe doch ein 18-Inch. Ah, hier. 18-Inch Magikarp. Wow. Vielleicht kann ich auch irgendwann aussuchen, wohin ich will. Und ich muss erstmal einmal überall durch. Dann kann ich jeden Tag einfach mit Pikachu fischen gehen. Hallo, Fast Guy. Ich kann nicht mehr, Pikachu. Bitte lass mich in Ruhe. Pikachu! Du wirst heute Gen 7 abschließen. Ich habe gestern Magiana noch geholt. Es war doch nicht so ein langwieriger Prozess, alle Pokémon auf ein anderes Home zu bringen. Aber es war trotzdem. Man braucht 2 Handys. The Bedroom. Scene. Oh. Mal was anderes. Da ist eine Nachricht. Ohio, es ist Professor Eich. Ich habe etwas, das ich dir geben möchte. Es ist eine besondere Toolbox. Was ist da für ein Spiel drin? Ist da Tony Hawk in der N64? Was war das erste Pokémon N64 Spiel? War es das oder Pokémon Stadium? Weil es gibt, glaube ich, nur 3 Pokémon Spiele. Pokémon Stadium 1, 2 und das hier auf der N64. Und Pikachu kommt halt in Smash Bros. Einmal vor. Ein Pummeluff. Yay, ich habe eine Toolbox. Vor der Tür, oh mein Gott, endlich. Pikachu lässt uns in Ruhe, wir haben endlich mal einen Tag für uns. Eingang zum Wald, ja, ich will einfach mal in Ruhe durch den Wald stolzieren. Ohne Pikachu, einfach nur mal meine Jugend genießen. Nein! Ich will doch nur einen Tag ohne diese gelbe Ratte mal. Und warum stehst du in Rosdornen drin? Das sieht sehr gefährlich aus. Pikachu ist gekommen, um dich zu begrüßen. Beweg dich näher an Pikachu ran. Okay. Warte, ich kann auch forward sagen? Tilt forward? Achso, ja, das mache ich doch. Ich dachte, das Mikrofon soll ich nach vorne bewegen. Pikachu versteckt sich. Left. Oh, ich kann nicht sprechen gerade. Ich bin stumm.
Pokémon Puzzle League ist auch noch N64. 4 Pokémon-Spiele. Aber es war auch der Anfang. Es war der Hype von Pokémon damals. 4 Spiele für eine Konsole. Oh, bei. Heute gibt es auch immer so viele. Wenn nicht mehr. Und Pokémon Snap. 5 Pokémon-Spiele. Es versteckt sich so richtig krass. Ich rufe gleich die Polizei. I call the police. Daisuke Police-sama, call. Pikachu. Was soll ich denn sagen, dass es mich in Ruhe lässt? Ich habe seit Tagen nicht mehr geschlafen. Ich habe nur noch 6 in der Schule kassiert. Meine Mutter fragt sich die ganze Zeit, wo ich bin. Also anscheinend kann Elektro kann alles in dieser Welt. Essen. Pflanzen zerstören. Toolbox. Ich habe ein Cupcake gebracht. Kann ich das selber essen? Ich habe Hunger. Ich will ein Cupcake. Pikachu kann kein Cupcake essen. Das ist ein Pikachu. Ich habe leichten, leichten, wie nennt man's? Mein Stick hat leichten Drag. Cupcake. Take out the Cupcake, ja. Muss ich Cupcake sagen? Nee, so? Stick Drift, genau. Give it back. Schau, es greift mich sogar an. Das ist eine komplette bösartige Beziehung, die wir beide haben. Ich bin quasi gekidnappt worden von dem. Gotta catch Pikachu. Okay. Ein paar Animationen sind echt lustig. Posty, du bist ein Quappo. Could Pikachu be... Was? Give me that fucking toolbox. Give me that fucking toolbox. Ich kann gar nicht reden. Ich bin außer Atem. Schau jetzt... Oh mein Gott, das ist eine Hassbeziehung. Wie soll ich das denn catchen? Ah. Ich hab's geschafft. Und dann hat es mich wieder. Wie oft denn noch? Ja, ne? Das ist voll die... Was? Wo ist es? Ah! Und pass auf, Anlauf. Huh. Komm nicht hoch. Die Steuerung ist nur im Kreis drehen und geradeaus und rückwärts. Du kannst nicht... Also, wobei ich glaube mit dem C... Ich weiß nicht, was passiert. Pikachu went deep into the woods. Natürlich, hinterher. Deep in Viridian Forest. Da, wo ich mit Smetbo, da habe ich mal einen tatsächlich guten Job gemacht habe. Pikachu! Oh, es hat meinen Cupcake, meinen Cupcake. Das ist viel zu laut. Oh mein Gott, was ist das? Was war das? Pikachu. Ja. Lass mich mit ihm reden. Pikachu. Ich kann immer noch nicht mit ihm reden. Hmm?
Tja. Das Gesicht. Wenn du mich jetzt langsam mal reden lässt, ich muss dir was sagen, Pikachu. Stay at my house. Das ist ein Rechtschreibfehler. Stay out of my house, heißt es. Stay out of my house. Pika, Pika, Pika. Was ist das für eine komische Beziehung, die haben, wo es rot wird, wenn ich es frage? Stay at my house. Ich werde dich anzeigen. Du hast gerade alles von mir geklaut und was nicht alles. Pika, Pika, Anzeige Pika. Ist raus. Du wirst von meinem Anwalt hören. Und komm ja nie wieder an meinem Haus vorbei. Pika, Pika, Pika. Verstehst du, was ich sage? Pikachu. Schau, es versteht, was ich sage. Gott sei Dank. Es wird nie wieder vorbeikommen. Es versteht, was ich sage. Puh, okay. Game over. Spielende durchgespielt. Gott sei Dank. Ja, was auch immer Professor Eich jetzt sagt. Ich bin endlich durchgedrungen an das Gehirn von Pikachu. Ja gut, sagen wir noch einmal Tschüss. Und dann, Pikachu. Umdrehen. Falsche Richtung. Pikachu. Pikachu. Nein, Pikachu, wir haben genug miteinander gespielt. Du hast buchstäblich meine Sachen geklaut und mich mehrmals gedonnerschockt und mir wehgetan und mein Cupcake gestohlen. Warum ist es auf einmal in meinem Haus? Warum ist es in meinem Zimmer? Was tut es hier? Ich habe gesagt, es soll verschwinden. Ich verklage es. Das Problem ist, ich habe noch nie einen Anwalt gesehen in der Pokémon-Welt. Was ist das auf einmal? Hey, you Pikachu. Kommt für Sie zurück in nach 10 Minuten Werbung. We'll be together all the time from now on. Wir werden für immer zusammen sein. Ich bin sprachlos. Pumpkin, Jetza, vielen, vielen Dank für 7 Monate. Dankeschön. Umbrella heißen die, die es gemacht haben, genau. Sollen wir noch weiterspielen? Also ich dachte, es wird viel schlechter. Ich dachte, dass man die ganze Zeit Sachen sagt und es einfach nichts macht, weil es dich nicht versteht und du schaffst es nicht. Weißt du, so von wegen, dass du eine gewisse Nachricht perfekt sagen musst. Halt die perfekten Wave-Wellen und sowas. Wave-Wellen. Wellenlängen. Und aber tatsächlich versteht es mich zu gut. Also man hat null Auswahl in dem, was man sagt. Es ist einfach schrei ins Mikrofon, mach irgendwas ins Mikrofon und es wird darauf so reagieren, wie die Story es will. Ich habe es aber nicht geschafft, dass es irgendwelche Sachen aufnimmt und Magnetilo gibt, sondern es hat die Sachen einfach gefressen. Aber das Spiel geht trotzdem weiter. Es ist noch nicht mal so, dass du dann nochmal machst oder irgendwas gefailt hast. Es geht einfach weiter. Aber ich dachte, es wäre unspielbar. Es ist spielbar. Nur es ist wirklich für Kinder, die in den Fernseher reinschreien wollen. Und dann sind sie, ja, Pikachu hört auf mich. Ja, weil Pikachu auf alles hört, was du sagst. Es unterscheidet nicht zwischen Hallo und halt die Klappe. Es ist für einfach ein Impuls. Aber gut. Dann war das Spiel Nummer 1. Dünn, 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 dünn. Wie gehe ich raus? Es hat gespeichert. Als ob ich das brauche, dass es speichert. So, was jetzt? Und Mariko, warum sagst du zum dritten Mal TCG? Warum sollte ich jetzt TCG spielen? Wir haben einen Plan.
Genervt. Weil es gut ist. Aber du, Mariko, du kennst mich. Ich habe jetzt schon keinen Bock, überhaupt TCGs zu spielen, wenn du die ganze Zeit sagst, spiel TCG. Weil ich ein dummer Idiot bin und immer das nicht gerne mache, was Leute wollen, dass ich mache. Jetzt gibt es die Woche gar kein TCG, weil ich instant keinen Bock drauf habe. Und ich weiß, das ist dumm, aber so ist es irgendwie. Ich habe extra sau viel vorbereitet und du sagst, mach was anderes. Okay, das andere, was ich vorbereitet habe, ist allerdings... Ich weiß nicht, ob wir das jetzt ausprobieren sollen. Das probieren wir vielleicht eher als letztes, weil mein PC da abstürzen könnte. Und ich will nicht, dass mein PC abstürzt. Dann machen wir zuerst die zwei 3DS-Spiele. Das eine wird schrecklich. Das andere wird vielleicht sogar gut. Weiß ich nicht. Wieso abstürzen? Weil das ein sehr schlechtes Spiel ist, was abstürzt. Hallo? Ja. Willkommen zu Pokémon Dash. Willkommen. Oh nein, warum ist das nicht? Ach, das ist ein DS-Spiel? Okay, warte, dann gehe ich hier hin. Oh Gott. DS-Spiel Manaphy. Stimmt das jetzt? Nee. Ich dachte, das wäre ein 3DS-Spiel. Dann bin ich hier. So sieht's besser aus. Und das ist schon wieder Pikachu. Wer hätte es gedacht, dass jedes schlechte Spiel Pikachu als Hauptcharakter hat? Drip, drip. Drip, drip. Drip, drip. Drip, drip. Jetzt kommt Game Freak. Das ist auch von Umbrella? Oh oh. Wir sehen eventuell einen roten Faden. Das ist auch von Umbrella. Den gleichen, die Hey You Pikachu gemacht haben. Das ist Pokémon Dash. Und ich glaube, dass... also es gibt hier Leute... Ich erinnere mich, wer warst du? War das Angel? Die das gespielt haben und gesagt haben, das war cool. Ich habe es kurz getestet und es war schrecklich. Und das ist, das ist ein Spiel, bei dem du 100% den
Touchscreen benötigst. Also du kannst noch nicht mal Tasten wirklich drücken. Ich kann noch nicht mal, kann ich hier? Ja, ich kann hier noch nicht mal A irgendwas drücken. Ich drück A, Start. Nichts funktioniert. Du musst Pikachu. Du musst Pikachu streicheln, damit das Spiel anfängt. Und dann kannst du hier auf Einzelspieler gehen. Es ist ein komplettes Touchspiel, was schon mal schrecklich ist. Ihr werdet gleich sehen, warum das so schlimm ist. Und ihr werdet... ihr müsst euch vorstellen, ihr seht es, aber ihr müsst gerade nicht den Touchscreen benutzen. Ich erkläre euch gleich, wie ihr den Touchscreen benutzen müsst, damit das Spiel überhaupt funktioniert. Das ist nicht intuitiv. Und zwar, das Spiel ist so, dass ich bin Pikachu. Was auch geil ist, ist, dass es auf dem kleinen Bildschirm ist. Ihr seht jetzt den großen Bildschirm, der komplett unwichtig ist. Ich muss das kurz tauschen, weil so ist es so, bringt es euch wenig, oder? Oh Gott. Die Zeit läuft. Macht nichts. So, das ist mein unterer Bildschirm, bei dem ich Touch mache. Soll ich noch versuchen, den irgendwie größer zu machen? Ist dann die Auflösung besser? Nee, weil die ist sowieso schon original, die Auflösung. Okay. Und ich steuere Pikachu, indem ich jetzt mit dem Touchscreen in die Richtung drücke. Also ich mache quasi in die Richtung. Komisch, da passiert nichts. Ich gehe hier nach rechts. Ihr seht ein bisschen da, wo der Pikachu-Kopf ist. Da ist mein Stylus gerade. Und es reicht nicht, wenn ich einfach dahin tippe, wo ich hin will, sondern ich muss in die Richtung die ganze Zeit swipen. Seht ihr? Also ich kann nicht einfach nach oben gehen und dann die Richtung wechseln und sagen, bitte nach da. Dann hört es auf zu laufen. Ich muss es die ganze Zeit antreiben. Und umso schneller ich antreibe, desto schneller läuft es. Also ich kann ganz schnell in die Richtungen... Ihr seht ja die ganze Zeit die kleinen Pikachus, die da rumfliegen. Das ist mein Stylus. Und es ist quasi ein Rennspiel, bei dem man Pikachu ist. Und man muss die Dinger treffen. Und das Ganze geht auf Zeit. Und man muss halt gewisse Pokémon einholen, Pokémon überholen, zuerst im Ziel sein und so weiter. Es ist ein Solo-Racing-Game und ich renne hier gerade gegen Mamfaxo. Man kann auch kann man vom Weg abkommen? Ich weiß es nicht. Aber es gibt auch Wald dann und dann muss man durch den Wald durch und das dauert ewig, weil der Wald so dick ist. Und dann, wie noch sechs? Noch sechs Ziele und dann gibt es hier das hier, wo man dann noch langsamer geht. Ja, das ist ein richtiges Pokémon-Spiel für den DS damals. Pokémon Dash. Und das ist vielleicht sogar ein Spiel, was Leute gespielt haben. Weil du siehst Pikachu als Kind, sagst Mama, 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 ich will das Pikachu-Spiel. Und dann spielst du es, machst drei Rennen, legst es weg, weil auf einmal dein Bildschirm anfängt kaputt zu gehen und deine Hand anfängt spielen zu bekommen. Ich habe jetzt schon ist es anstrengend, weil ich kann nicht aufhören. Ich muss die ganze Zeit eine Wischbewegung machen. Und es gibt nichts anderes, kein anderes Gameplay, kein A drücken, kein LR drücken, gar nichts. Es ist einfach die ganze Zeit wischen in die... Oh, wird echt anstrengend. Was ist das für ein unnötiges Spiel? Hab das Spiel nie besessen oder gespielt. Dann habe ich dich verwechselt. Das war, irgendjemand hatte... Ah, und dann gibt's den Waldturbo. Irgendjemand hier hatte mal gesagt, ich habe das geliebt, das Spiel. Irgendjemand hat es gesagt, ich würde gerne diese Person ein bisschen mehr ausfragen. Weil es kann natürlich, ich glaube, jedes Spiel hat Fans. Logischerweise. Ich glaube, du musst sehr viel an dem Spiel falsch machen, vor allem bei Pokémon, dass es nicht irgendjemanden gibt. Oh mein Gott, ich bin auf Lapras. Weil, ich meine, viele Spiele werden für Kinder gemacht und das ist natürlich auch für Kinder, aber meine Arme werden jetzt schon... Müde einfach. Aber man sieht ein bisschen schon die Ähnlichkeit zu Hey You Pikachu, oder? Wie das Pikachu so dasteht.
Was? Ich ertrinke. Was? Wenn du die Ballons erhältst, erscheint oben links ein Symbol. Okay. Und dann? Ich muss rechts oder links auf dem Bildschirm hinauf. Sieh das Radar. Dein Schatten zeigt dir an, wo du landen wirst. Okay. Oh mein Gott. Und wo soll ich hin? Hier? Und jetzt? Herab. Oh mein Gott. Es ist Tears of the Kingdom. Muss ich jetzt zu jeder Insel? Das dauert ja ewig. Aber wenigstens ist es nicht die ganze Zeit exakt das gleiche. Falsche Abfolge? Woran sehe ich denn die Abfolge? Ich war doch... Wie, welche? Woher soll ich denn wissen, welche Abfolge, hä? Falsche Abfolge. 1, 2, 3, 4. Das sind 4 Stück. Woher? In dem Fall ist es wahrscheinlich... Ja, achso, da wo der Pfeil immerhin zeigt. Okay, ich kann mein Fax noch einholen, weil es einfach auf mich wartet. Boah, ist jetzt schon anstrengend. Ich leg's mal auf den Tisch, mein DS, dann ist es vielleicht einfacher. Und dann hier... Aber ich muss die ganze Zeit auf den DS runtergucken. Ja, es ist vom selben Entwickler, ich weiß. Am Anfang kam das Logo und ich war so, was? Das war keine Absicht von mir, einfach Umbrella-Spiele jetzt zu spielen. Ah, ich krieg schon langsam den Dreh raus. Hab's gleich. Und das gibt's auch bei Retro-Achievements zu spielen. Ich habe aber keinen Bock, das zu machen, weil da gibt's natürlich Retro-Achievements, die dann einfach sagen, mache den Kurs in 30 Sekunden. Ich weiß nicht, wie schwer es ist, natürlich diese Zeiten dann einzuhalten. Kann auch sein, dass die Pipi einfach sind. Aber das Spiel ist schon, hat glaube ich echt viele... Ich habe einen. Das Spiel hat, glaube ich, echt viele solche Rennen. Hallo, Henriette. Muss ich da hin? Ja. Kann ich nicht einfach mitten im Wald landen? Was? Warum? 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 Was denn? Ach, ich kann nicht in den Bergen landen. Ich kann nicht im Wald landen. Gut. Stand es irgendwo? Wahrscheinlich. Ich wette, die Idee vom Pokéthlon ist hier entstanden. Gibt's das? Pokéthlon? Ich glaube, Mumfax ist noch nicht wirklich... Ach, aber raus kann ich aus den Bäumen. Jetzt habe ich wieder nicht gelesen. Verdammt. Kann ich auf Mumfax so landen, während wir runterstürzen? Ach, in HGSS gab's ein Pokéthlon. Ja. Habe ich ja nie fertig gespielt. Irgendwie ist es so ein sauschnelles Rennen. So, oh mein Gott, schnell, 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 schnell. Auf der anderen Seite ist es dann ultra langsam mit diesem Hoch und Runter. Und es dauert ewig und dann fällt man ewig runter. Und dann fühlt es sich eher an wie so ein Puzzle-Game, bei dem es auf Zeit geht. Amphaxus ist immer noch vor mir. Amphaxus ist aber jetzt auch kein gutes Beispiel für ein schnelles Pokémon, oder? Aber vielleicht kommen später so krasse Gegner, wo du einfach gegen einen Absol rennst oder so. Ist Absol schnell? Happy, du bist ein Fritzelblitz. Frizzelblitz. Modus. Okay, das war das Tutorial. Wir müssen noch ein bisschen spielen. Ich muss dem Spiel eine ehrliche Review geben. Grün ist sowohl die Farbe als auch die Luft. Was? Was ist das für ein Pinterest-Zitat? Grün ist sowohl die Farbe als auch die Luft. Hä? Okay, Flamly, glaube ich, ist ein schnelles Pokémon. Flamly scheint sehr schnell zu sein. Das ist jetzt der GP, der Gran Turismo, der Grand Prix. Oh. DS-Bildschirm kann doch nur darunter leiden, oder? Stell dir mal vor, du bist jetzt noch so ein Kind, was null Motorik hat. So null Feinmotorik und einfach dann so bam, 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 bam. Jeder DS-Bildschirm einfach leidet darunter. Ich habe mich immer gefragt, wo kommen bei manchen Leuten aus manchen Videos und sowas die ganzen
Kratzer auf dem Screen her. Was macht ihr mit euren Screens? Ranger spielen und Pokémon Dash spielen. Mit Messern anstatt stylen. Stylen? Carmine, du bist ein, wie heißt es nochmal? Donnerblitz. Nee, Donner, Winde, Wind, Donner. Furienblitz, Furienblitz, so. Bin bis jetzt erster Platz. Grün ist die Farbe vom Cup und auch die Farbe von Luft. Aber es ist doch dumm. Du hast da die Folie noch auf dem Bildschirm? Ich weiß gar nicht, ob mein DS damals mit Folie gekommen ist. Aber er war brandneu, also sollte da eine Folie drauf sein. Aber funktioniert dann Touch nicht schlechter? Wie komme ich da rüber? Ah. Ich meine, gibt's eine Karte? Weil woher soll ich wissen, wo ich dann lang muss? Oh. Ey, aber mein Bizeps, ne? Der brennt schon, der trainiert. Ja, was ist das für ein komischer Punkt, der einfach so neben dem Weg ist? Ja, cool. Ich muss Erster werden. Ich kann nicht im ersten Rennen schon versagen. Was sind das für Checkpoints? Auf neuen Geräten war eine Folie. Auf meinem DS war eine Folie. Also auf mein DS, der hier, war neu, als ich ihn gekauft habe, glaube ich. Lauf am Meer entlang, aber halte dich vom Sand fern. Okay. Du glaubst, wegen Yoshi's Island war dein DS verkratzt? Da musste man mit dem Stylus die Eier steuern, ne? Also zielen. Was? Ich soll vom Sand fernbleiben und ich renn voll rein. Sind beide? Nein, Schweine. Halt. Mauzi, ich häng dich ab. Oh mein Gott. Ich meine, ein bisschen finde ich, das macht sogar ein bisschen Spaß, weil es ist so ein bisschen wie Sonic, so du siehst, es ist so schnell, du siehst nicht, wo du hinrennst. Oder wie Crash Bandicoot, du siehst nicht, wo du hinrennst. Fuck. Was dafür sorgt, dass du echt schnell reagieren musst, was eigentlich ganz cool ist. Aber die Steuerung, du musst einfach den Touchscreen, ich meine, ihr seht die kleinen Pikachus da die ganze Zeit rumfliegen. Das ist mein Stylus, der die ganze Zeit auf dem Bildschirm entlang geht. Ich war nicht Erster. Ich bin aber immer noch Erster, oder? 21. Okay. Steige mit einem Ballon auf, prüfe das Radar und lande. Okay. Ballon Prix. Menkis Fußspuren. Warum ist die Luft grün? Heißt gesunde Luft oder wie? Warum ist denn Luft grün? Warum soll ich hoch? Warum soll ich hoch? Es gibt keinen Grund hochzugehen. Vielleicht schon. Keine Ahnung. Soll ich hoch? Ich schätze mal, dass das ist, aber die fliegen alle woanders hin. Das kann es nicht sein. Die fliegen alle woanders hin. Ich will da hoch. Oh, was ist das für ein Dreck? Woher soll ich wissen, welches ich anvisieren muss, wenn ich oben in der Luft nicht mehr den Pfeil sehe und jetzt sehe ich keinen Ballon mehr. Wo ist... Hä? Da. Boah, das ist doch unmöglich. Keine Ahnung. Hier? Noch weiter oben? Wo sind die anderen? Ich weiß nicht, welcher es ist. Warte, oder... Ah, hier. Ah, der obere Bildschirm zeigt mir die, zumindest wie die Map an der Stelle aussieht. Okay. I sold my mom for EP, hallo. Bam. Hoch. Dann muss ich auf den anderen Bildschirm gucken und das vergleichen mit der Karte. Und das ist dann hier. Und mein Fax ist schon so weit. Oh mein Gott. Wo fliegt Teddy Ursa hin? War nicht hier, wo war,
Wenn man wenigstens so richtig geil hochspringen würde und dann irgendwie geht es halt so schnell, wäre cooler. Aber das dauert so lang. Ich kann nichts anderes machen, als einfach warten, dass ich 100 km/h nach unten stürze. Wie, ich bin Vierter. Komisch. Wo? Da. Das heißt, mein Faxo ist noch nicht mal... Oh. Haben sich solche Spiele die Azubis von Nintendo ausgedacht? Tja. Ich glaube, es wäre noch nicht mal so schlecht, wenn ich es einfach normal steuern dürfte. Aber das sind dann so Sachen wahrscheinlich... Hä, hat nicht meinen Punkt nach oben gezeigt? Was? Hier? Es ist dann sowas, wo... Vielleicht war das ein frühes Spiel vom DS und dann war Nintendo halt so, wir müssen Spiele rausbringen, die den Touchscreen hervorheben. Wie auch Spirit Tracks. Also Zelda Spirit Tracks und... Wie hieß das andere? Spirit Tracks und... Das andere, die zwei Zelda-Spiele, die kannst du auch nur spielen mit DS-Touch-Funktion. Und manche mögen ja diese Zelda-Spiele, aber ich glaube, hier fängt es dann an, unangenehm zu werden. Aber die wollten halt wahrscheinlich diese Touch-Funktion sowas von halt vermarkten irgendwie. Aber du könntest es locker einfach optional anbieten. Du kannst sagen so, oder du bewegst dich einfach mit dem Schiebepad. Auf der anderen Seite, mit Schiebepad wäre es wahrscheinlich einfach nichts Besonderes mehr. Aber es ist irgendwie auch einzigartig. Also ich kenne kein anderes Spiel, kein anderes Rennspiel, das so funktioniert. Dass du so ganz nah dran bist, nicht genau siehst. Oh. Nochmal das Gleiche? Ja, Skyward Sword mit den Wii-Controllern war natürlich auch... ich weiß nicht, wo... Hä? Das ist jetzt das Gleiche nochmal, eine andere Reihenfolge? Ah, hier. Ja, die NPCs sehen halt auch sofort, wo das ist. Ich muss erstmal mit Augen die Map abchecken. Genau, Phantom Hourglass. Das ist fürchterlich. Es gibt Fans. Ich würde es halt gerne mal spielen wegen der Story, aber diese schreckliche Steuerung schreckt mich echt ab, ey. Oh Gott. mitten auf dem Weg ist, glaube ich, keine Ahnung wo. Ah, hier. Jetzt sehe ich es nicht mehr wo. Welches von denen? Das da. Da, wo Flamly hinfliegt. Okay. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich überhaupt auf dem Treppchen bin. So schlecht, wie ich letztes Mal war. Letztes Mal war ich Dritter. Das ist vielleicht noch okay. Ich bin sogar schneller auf dem im Wald mit Bonus. So irgendwo in der Richtung, auf dem dünnen Zipfel. Wo ist ein dünner Zipfel? Was ist das? Nein, wo ist das? Woher soll ich denn wissen, wo das ist? Oh mein Gott. Hä? Hä? Sag mal. Das ist es, aber... Hä? Oh mein Gott, da oben. Schrecklich. Jetzt muss ich komplett um die Insel rennen. Gott, ich bin Vierter. Wo ist es? Wo ist der Ballon? Hier war ein Ballon. Hä? Ach da. Wie, und jetzt? Muss ich wieder meinen Lapras holen? Oh mein Gott. War das jetzt richtig oder ist da nochmal ein Ballon? Ja, da wäre auch ein Ballon gewesen. Pikachu, Fresse. Bin ich wenigstens... Zweiter.
Oh, Flamely ist vor mir, ja natürlich. Ich bin wieder Dritter. Ich meine, ich habe ja kein Problem damit, wenn es schwer ist. Aber ich muss halt zuerst mal die Map auswendig kennen, um genau zu wissen, wo ich hin muss. Wenn ich die Map nicht auswendig kenne, habe ich keine Ahnung und muss ewig suchen, während die NPCs da einfach direkt hinspawnen. Zweiter? Muss ich das jetzt machen, bis ich Erster bin? Ich glaube, ich werde ziemlich schnell Erster, weil ich jetzt check, wie es geht. Mach mal Pause. Daran sieht man, dass es definitiv für Kinder gemacht wurde. Aber jedes Pokémon-Spiel wird für Kinder gemacht. Aber ich glaube, noch mal mehr Kind als sonst. Mach mal Pause. Nein. Weiß Cup. Carpo heute schon gespielt? Nein. Carpo ist kein objektiv schlechtes Spiel. Die, die wir heute spielen, schon. Da kann keiner was sagen. Bei Heyo Pikachu war gar nicht mal so schlecht, wie ich dachte. Hey, schau mal, die haben hier sogar richtig andere Maps und so. Jetzt mit Sandst... Oh mein Gott. Ich weiß nicht, soll ich fliegen? Okay, alle anderen fliegen auch. Da? Ich mache noch diesen Grand Prix und dann machen wir das nächste Spiel. Wie? Bin ich zu lang geflogen? Oh, ich muss es aufwecken? Okay. Was ist das eigentlich? Gen 3? Ich habe, glaube ich, nichts über Gen 3 gesehen. Aber DS ist Gen 4 Zeit. War schon irgendein Gen 4 Mann hier? Flamely ist Gen 3. Gibt es irgendeinen Schneebonus? Warum fliegen die alle? Habe ich jetzt verkackt, weil ich nicht geflogen bin? Ich könnte fliegen. Ich weiß halt nicht, wohin. Ich glaube, ich... Okay, jetzt fliege ich. Schau, man muss richtig krass gut die Map auswendig lernen. Dass man weiß, wann man fliegt, wann nicht und so. Flamely ist jetzt vielleicht... Die sind jetzt vor mir, weil die sind nicht geflogen. Aber ich bin vorhin nicht geflogen. Jetzt fliegen die. Ach, da darf ich nicht hin. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin. Schon wieder. Ach stimmt, Mamfaxo ist Gen 4. Stimmt. Vielleicht ist Dash vor Gen 4 rausgekommen und alle waren so, oh, Mamfaxo, wie süß. Wo soll ich hin? Hier. Haha, Flamely. Das ist krass, manche fliegen wohin, manche nicht. Das heißt, du kannst dir wirklich einsparen, die Fähigkeiten, und selber entscheiden, wann du sie benutzt. Also es wird immer komplexer, also immer mehr, dass ich ein bisschen mehr Respekt für das Spiel habe. Aber trotzdem, es ist halt so unbequem zu spielen. Der Übungssumpf. Ist ja keine Übung, das ist ein knallhartes Leben. Ich flieg. War das Verschwendung? Das war, glaube ich, Verschwendung. Wieder hoch. Wohin? Wie, wo lang? Nein. Was weiß ich? Nein. Okay. Hallo, der rote Jay. Wie fliegen die alle? Da oben? Sind alle am Fliegen? Oh, Mann. Da. Du gehst schon zum nächsten? Oh Gott. Oh, die sind unten lang gerannt. Woher soll ich das denn wissen? Ich sehe die Karte doch gar nicht. Noch nie gesehen? Eben. Keins von den Spielen, die ich heute spiele. Also doch schon. Manche kennt man. Das ist Pokémon Dash. Wie man sieht. Ich bin am Dashen. Voll krass. Ja, cool. Nicht Erster zufällig. Warte, jetzt ist hier wahrscheinlich wieder ein Lapras. Jawohl. Get fucked, get fucked. Oh, Marina. Ich weiß nicht, ob du gerade zuguckst. Vielen Dank für dein Patreon. Mein Lapras ist weg.
aber muss ich dann zu Lapras zurück? Oh Gott. Marina, vielen, vielen Dank. Tediosa. Boah. Jetzt muss ich wieder zurück, was? Aber da ist Ballon. Ich hab's doch gesehen. Und hoch. Langsam will ich der Beste in diesem Spiel sein. Und das wäre wahrscheinlich nicht mal schwer, weil niemand das Spiel spielt. Wo muss ich hin? Hier. Mausi ist schon da. Das Fliegen bringt einen echt raus aus der Action. Das haben sie gemacht, damit man sich zwischendrin nicht die Hände bricht einfach. Kurz entspannen. Ich krieg's noch wegen dem Boost, den ich hab. Ich krieg's, ich hab's. Ist das der letzte? Oh, ich bin sogar Erster geworden. Hey. Den Grand Prix werde ich Erster. Wie viele Punkte habe ich? 16. GZ, ja. Renne und fahre übers Eis, plane die Landung genau. Und wie ihr alle wisst, Luft ist grün. Ja, es ist immer die gleiche Map eigentlich, ne? Nur die Reihenfolge, die man gehen muss, ist immer eine andere. Bisschen so wie bei dem Chocobo-Rennen aus Final Fantasy 7. Kleine Herzinsel. Und du kannst mir doch wenigstens die Himmelsrichtung anzeigen, Mann. Wo ist die Herzinsel? Da. Die war so nah. Die landen alle am Rand? Oder waren die da schon drin? Ah, nee, ich muss da landen, stimmt. Ich glaube, ich bin klüger. Ich lande direkt bei den Ballons und dann gehe ich da rein. Dummes Tediosa, dummes Flemli. Und dann gehe ich wieder hoch. Flemli ertrinkt einfach. Da. Und dann direkt zum Lapras wahrscheinlich. Ey, das ist aber voll. Wenn du das mit 8 Jahren spielst oder sowas, dein Gehirn entwickelt sich so gut, weil du musst so krass denken dabei. Und was spielen die Leute heute? Fortnite. Wie? Ja? Nein? Okay. Nein. Was? Ich weiß nicht wo. Gib mir den Ballon. Ich weiß nicht, ob ich fliegen oder was soll ich tun? Wo ist es? Die fliegen alle. Scheiße. Nein. Die fliegen alle. Dafür kann ich gleich fliegen. Scheiße. Bin ich Erster? Ich bin Erster. Was? Okay, dann fliege ich hier. Was sind die anderen Spiele, die noch kommen werden? Wirst du sehen, wenn wir soweit sind. Wo muss ich hin? Ich habe nicht aufgepasst. Wo war ich schon? Hier. Ich bin Erster. Schau, Runny kennt Pokémon Dash. Runny, magst du dieses Spiel? Mein rechter Arm wird so stark. Es ist so anstrengend zu spielen. Uwe sagt auch, Dash war mega lustig. Schau, es gibt die Leute, die das mögen. Schau, mir stößt schon alles auf, so widerlich ist das. Warum mögt ihr das? Die Steuerung ist doch schrecklich. Dash war mega lustig. Was ist denn daran? Ich habe auch ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Zerklüftete, was? Zerklüftete Ebenen. Aber oh, mein Arm, es ist wirklich sehr unangenehm. Mimi, der arme Streamer muss sich betätigen. Hallo, geh hoch! Hätte ich laufen sollen? Ich hätte so laufen sollen. Das war so ein Fehler. Aber alle fliegen. Wie die Idioten. Pirchi! Ich falle schneller als mein Faxo. Hat jeder Charakter so andere Stats?
Pirci, dankeschön. Hallo, hallo, hallo. Dankeschön für dein Raid. Boah, gibt's hier einen Lapras? Ja. Das ist echt die. Wo? Wo ist es? Es ist nicht da. Wo ist Lapras? Ist es. Muss ich darüber schwimmen? Das kann nicht sein. Ist das für Wasser? Ich check's nicht. Lapras ist. Hä? Wieso Sam? Zeig mir, was du tust. Ich kann nicht fliegen. Ich hab. Was? Kann ich Restart machen oder so? Ist ja aber so ein Abfuck. Ich hab den Ballon nicht genommen, weil. Da unten ist das Lapras, ey. Bin durch den Coop-Stream mit der Pappnase auf dich aufmerksam geworden. Bringt echt viel Spaß zuzuschauen. Dankeschön. Mein Pikachu ist verreckt. Mein Pikachu ist verreckt. Dankeschön, das ist sehr nett. Hallo. Heute spielen wir die schlechtesten Pokémon-Spiele, die dich die Welt ausgedacht hat. Ich schätze mal, ich muss rein. Aber ich kann da nicht hin. Lapras! Okay, das ist gemein. Da muss man erstmal raufkommen, ey. Ah, nein, nein. Wehe, das ist nicht die Insel. Doch. Und wie, komme ich hier wieder weg? Bei uns gab es Gothic 3. Kenn ich nicht. Habe ich niemals gespielt. Ich habe gehört, es ist nur voller Bugs. Nein, ich glaube, das war mein erstes Spiel, wo ich aufmerksam wurde, dass es schlecht programmierte Spiele gibt. Und dass die Community Patches macht für ein Spiel, um es spielbar zu machen. Und dann hat Gothic 3 mega Bock gemacht. Warum bist du so langsam? Es ist doch nur Gras hier. Ich bin so langsam. Mein armer Bildschirm. Ach, dann bin ich nur im Wald schnell, wenn ich den Waldbonus habe. Und auf anderen Stellen bin ich dann langsam. Noch eins. Warte, 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 warte. Skill. Ich bin Zweiter, verdammt. Ich glaube, das war's. Flieg. Hallo, Beast. Mauzi ist schon so lang da. Trotzdem erster Mann. Ich hatte genug Vorsprung. Aber es ist krass, dass ich in den ersten zwei GPs noch nicht mal erster geworden bin, weil ich immer erster geworden bin. Ich weiß, ich mecker, aber das ist echt anstrengend für die Hand die ganze Zeit. Okay, das ist jetzt aber das Letzte, oder? Ich habe jedes Souls gespielt. Ich habe jedes Dark Souls gespielt. Achso. Ich habe Demon's Souls, Dark Souls 1, 2 und 3 gespielt. Ich habe nicht die anderen Ableger gespielt. Was ist das? Ja. Warum brauchen die anderen so lang? Oh mein Gott, und jetzt? Es ist einfach random, dass manchmal ein Ballon dir platzt. Ich muss aber einen Ballon auch einsammeln. Wie komme ich da drüber? What? What? Ich kann, das kann nicht dein Ernst sein, dass ich das hier holen muss. Okay, die wollen. Okay, jetzt habe ich hier. Scheiße. Scheiße. Ich habe erst Elden Ring beendet, war mein erstes davon. Dann hast du ja das einfachste von den Souls-Spielen beendet. Habe ich gehört. Aber
Elden Ring hat halt dafür gesorgt, dass viele Leute nach diesen Spielen süchtig wurden. Warum erkenne ich nicht, wo ich hin muss? Ach, ich muss einfach wieder runter? Spiel mal die anderen. Aber ich glaube, dann bist du ein bisschen quasi überrascht. Weil in den anderen hast du nicht mal sowas wie eine Karte. Du weißt nicht mal, wo du bist die ganze Zeit. Du musst selber checken, wo du bist. Was? Was? Wo ist das? Ist das da? Aber da ist wieder kein Ding. Okay. Die einen sagen das Einfachste, die anderen das Schwerste. Elden Ring ist das Einfachste. Also ich, ohne es gespielt zu haben, behaupte ich das jetzt. Cool. Weil in Elden Ring kannst du dir immer aussuchen, was du jetzt als nächstes machst. Weil es Open World ist, musst du nicht das Schwere machen. Wohingegen in den anderen Dark Souls Spielen ist es nicht ein wirklich kompletter roter Faden, aber du musst halt bestimmte Bosse besiegen, bevor du irgendwo weiterkommst. Und das sorgt dafür, dass du manchmal gegen Bosse kämpfen musst, obwohl du nicht bereit dafür bist. Aber du könntest trotzdem immer zurückgehen, halt ohne Ende grinden, bis du dich stärker fühlst. Aber in Elden Ring ist halt alles so offen, was es einfacher macht. Und du hast diese ganzen Summons, die es doch auch irgendwie einfacher machen. Du fandest es eine coole Erfahrung. Das ist doch gut. Das war dumm, oder? Direkt nebenan. Die Idioten laufen dahin. Bam. Komm schon. Fliegen die jetzt? Nein, was ist das? Was ist das jetzt hier? Warum ist das jetzt hier? Wow, die fliegen. Ja, woher soll ich denn wissen, dass ich fliegen muss? Jetzt muss ich da einen Ballon holen, der da am Arsch ist. Nur um kurz dahin zu fliegen, wo ich gerade schon war. Kannst du mir den Spirit verraten? Wie du gerade siehst, nein. Merkst du nicht, wie ich hardcore am Gamen bin? Siehst du nicht meine Skills entfalten? Und jetzt bin ich wegen dir Vierter geworden. Weil du mich abgelenkt hast von meinen krassen Skill-Sessions. Du bist ein dummes Araqua, Mann. Hat sich das jetzt gelohnt, um dieses Spiel zu riskieren? Araqua. Hallo, Paco. Paco, dankeschön für 67 Monate. Ich habe letztens ein Instagram-Bild von dir gesehen. Fesch. Aber ich bin Erster geworden. Oh mein Gott, Treppchen. Also nicht nur Treppchen. Erste Treppe, größte Treppe, beste Treppe. Ich bin verspannt. Ich muss das Spiel weglegen. Ich bin viel zu verspannt. Oh. Oh, mein Rücken. Oh, meine Arme. Oh. Ja, ich wurde gefragt, willst du eine Pause machen? Natürlich, du kennst mich so gut, Pikachu. Hast du wohl heute selbst kein gutes Spirit bekommen, wenn du nur Vierter wirst? Ich bekomme nie ein Spirit. Der rote Jay! Du bist ein Aranestro. Hä? Du bist einfach die Weiterentwicklung. Krank. Oh. Oh. Okay. Nächstes. Bevor wir zu dem Spiel kommen, was das letzte ist, weil das den PC zum Absturz bringen kann, weil es ein Pokémon-PC-Spiel ist. Ich komme nicht mehr aus dem Spiel raus. Hallo? Machen wir jetzt das hier. Und ich glaube, ich kann jetzt wieder tauschen, oder? Es ist der 8.10. Korrekt. Bitte wähle dein Mii aus. Yep. Eine Mitteilung festlegen. Automatisch. Hi wurde gespeichert.
Du kennst mich so gut, DS. Es war einmal im Spielfigurenland. Sei gegrüßt, Caliban. Wir sind der König dieses Landes. Wie uns kundgetan wurde, verehrst du Pokémon aller Art. Außer den kleinen Racker da neben dir. Dies ist auch der Grund, weshalb wir dich heute zu uns bestellt haben. Also heutzutage würde man das ja klein schreiben. Wie du sicher weißt, leben in dieser Welt zahlreiche Pokémon-Spielfiguren. Doch sind sie ebenso schwer zu fangen, wie sie possierlich sind. Das ist mir ja ein zu hohes Wort. Bitte, hinfort mit ihnen, König. Selbst wir, der König dieses Landes, besitzen nur dieses eine Pikachu. Doch ach, welch Schmach. Welch Schande. Kürzlich besuchte uns ein Hexer, dessen Sammlung 10 Pokémon-Arten umfasste. Boah, jetzt fordern sie mich aber raus hier. Edler Abenteurer, wir befehlen dir, die Sammlung des Hexers zu übertreffen. Trage 11 verschiedene Pokémon für uns zusammen. So lautet unser Wunsch. Der Hexers Prahlerei war unerträglich. Wir hörten, es sei dein großer Traum, jede Menge Pokémon zu fangen. Wir wissen nicht, wie mühsam es ist, 11 Pokémon-Arten zu sammeln. Aber als König haben wir nun einmal einen Ruf zu verlieren. Und wir sind uns sicher, dass du es schaffen kannst. Wir verlassen uns auf dich, Caliban. Ja, ich kann meinen Namen nicht ändern auf dem DS. Zeige uns, was du kannst. Wir stellen dir unseren Ballon sowie unsere Pikachu zur Verfügung. Geh nun und fange Pokémon für uns. Warum Cheetah? Warum habe ich jetzt schon Gekka-Bohr? Was passiert hier? Ah. Hier leben wilde Pokémon. Dieses Mii hat keine Chance gegen das Pokémon, ob es ihm wohl gut geht. Das, meine Lieben, ist Pokémon Rumble für den DS. Ursprünglich wollte ich das allererste Rumble spielen, ist aber nicht spielbar, wenn man nicht eine Wii hat. Und ich habe keine Wii. Und ich wollte mir nicht extra eine Wii holen. Ich habe mir schon genug Zeug geholt für dieses Hey You Pikachu Spiel, was um einiges cooler ist als Dash, würde ich sagen. Aber viele haben dann gesagt, was heißt viele? Eine Person im Chat hat dann gesagt, hey, warum machst du nicht einfach das nächste? Und es war dann nämlich Pokémon Rumble für den 3DS. Und das ist das hier. In vielen Listen ist das auch eines der schlechtesten Pokémon-Spiele. Pokémon Dash für die Wii, ich weiß nicht, wie das hier ist, aber Pokémon Dash für die Wii hat extrem viele einfach zu bekommende Shinies. Nicht, dass man die übertragen könnte, aber man kann Shiny Hunten in Pokémon Dash für die Wii. Weswegen auch viele Shiny Hunter das machen. Es gibt eine extra Rumble Week, wo zum Beispiel Absol jedes Jahr, zweimal im Jahr, glaube ich, ist Rumble Week, einfach Shinies ohne Ende sammelt in Rumble. Und das sieht sogar sehr spaßig, sehr grindig aus. Aber das Spiel an sich ohne Shiny Hunten soll ziemlicher Rotz sein. Es gab 2 Rumbles. Ja, das ist das eine. Das erste. Ich traue mich nicht. Soll ich mich trauen? Ich kann mich trauen, glaube ich, oder? Home-Bildschirm. Das ist Pokémon Rumble World. Das sollte das erste sein. Oh mein Gott, Hilfe. Also man ist wirklich Spielfiguren. Ich wusste gar nicht, dass das so als Lore auch gesagt wird, dass man Spielfiguren sind, dass man das ist. Dass sie da auf dem DS oder vielleicht auf der Wii auch, haben die da die Miis auch eingesetzt auf der Wii? Dass man selber auch so eine Spielfigur ist, so ein Mii halt. Du kannst den Nutzernamen ändern in allgemeinen Einstellungen. Das habe ich schon so oft probiert und das habt ihr schon so oft gesagt und ich krieg's nicht hin. Mein Nutzername ist Leo, aber mein Nintendo-Account heißt Caliban. Nee, tut er eigentlich nicht. Ach, keine Ahnung. Drücke X, um dein Pokémon zu ändern. Aber ich will doch Pikachu sein. Ach, und dann dreht man die auch noch so auf? Cute. Ich werde gejagt. Wie bekommst du für 30 Euro plus, du kannst eine weitere Konsole für Kohle nutzen? Nein, danke. Ich finde aber die Wii super hässlich und ich habe nie eine Wii gewollt.
GameCube mag ich halt. Wii und Wii U war für mich schon immer ein Rätsel, wie Leute das mögen. Dumme Wii-Modes mit Batterien drin und so ein Quatsch, ey. Was will ich mit einer Wii? Diese klobigen Controller mit Bewegungssteuerung, ich fand es, als es damals schon rauskam, ich fand es so ein Kack. Auch wenn es gute Spiele darauf gibt, aber die guten Spiele auf der Wii, die kann man halt ohne Wii-Mode spielen. Und das hier kann man nicht ohne Wii-Mode spielen. Also den Wii-Teil hiervon. Ich kill all die Hydropi. Auch gut, dass ich mit einem Flemly kämpfe und es aber funktioniert. Sollte ich nicht super ablosen gegen den? Wenn sie machen alle keine... Also sie machen Bodenattacken. Gelten hier eigentlich Wechselwirkungen und so? Die Wii war der Wahnsinn. Wahnsinnig schlecht, oder? Aber warum war die der Wahnsinn? Was war denn an der Wii so toll? Du musstest die ganze Zeit irgendwie den hier machen und dann da Steuerung und dies. War doch schrecklich. JJ. Du bist ein... Wie heißt das? Papuncha? Nee. Paco, du bist ein Natu. Ich glaube schon, dass hier Wechselwirkungen gelten. Warum sollte der sonst sagen, Pikachu ist nicht gegen Gekkabor gut? Pop! Wie hatte das beste Mario Kart in Animal Crossing? Puponcho, genau. Pokémon Rumble World ist das zweite, weil World ein Gratis-Game ist. Hä? Aber das ist World. Und das war nicht gratis. Also es ist das dritte, weil die Free-Version ein eigenes Spiel ist? Warum sollte... Die Free-Version ist doch eine Demo, dachte ich. Warum? Hä? Ja, ich will nicht zwei Pokémon, ich will... Warum bin ich da, aber ich bin nicht ich, sondern ich steuere die Pokémon. Ich will weiter. Wo gehe ich weiter? Hier, Ballonstation. Brich hier mein Kranken auf. Ach, ich muss Ballons kaufen, um Level zu machen? Es gibt Ballons mit Typen, um zu den Typen zu fliegen. Das heißt, es gab eine Umsonst-Version von Pokémon Rumble World. Und dann in dieser Version hat man Sachen freischalten können bzw. kaufen können. Und dann haben sie nochmal ein Pokémon Rumble World rausgebracht, das nicht umsonst war, das aber genauso heißt. Ihr entschuldigt, aber das ist sehr verwirrend, wenn das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Ich habe gesehen, dass es eine Free-Version gibt. Aber ich dachte mir, das muss ja eine Demo sein, weil das Spiel heißt genau gleich. Warum soll ich denn die Free-Version kaufen? Hallo Tietze-Tatze. Ich habe Wingullen, Sterndu. Okay, vielleicht finden wir sogar einen Shiny jetzt. Persönlich würde ich echt auch aber gar nicht sagen mal, dass das hier ein objektiv schlechtes Spiel ist. Es steht halt auf sehr vielen Listen, dass das Spiel so schlecht sein soll. Deswegen wollte ich es auch mal ausprobieren. Wie gesagt, wollte ich eigentlich das Original ausprobieren. Aber das war für mich nicht möglich.
aber das wirkt hier einfach wie so ein Dungeon Crawler, so ein, wie heißen die Spiele, die Massen, so One Piece-mäßig, so Massengegner. Und man rennt einfach durch und netzelt alles, schnetzelt alles nieder. Es wirkt nur sehr dumm. Ein bisschen zu einfach, ein bisschen, aber es ist der Anfang. 50er-Serie, ohne getroffen zu werden. Mach doch Attacken! Oh Gott, ich drück die ganze Zeit die falsche. Ich greife automatisch an, wenn ich... Ich drück die ganze Zeit die falsche Taste. Aber es greift automatisch an, wenn man vor einem Gegner steht. Man muss noch nicht mal was machen. Aber beim Boss mal was, muss man was machen. Krass. Man greift automatisch an. Die ganze Zeit B gedrückt, aber man muss A drücken. B ist, dass das Pokémon zu einem herschaut. Warum? Was guckt einen dann an? Ist es schräg, wenn man Lavandia als Weckton benutzt? Nö, ist doch ein großartiges Lied. Das Spiel sieht echt schlecht aus. Ich weiß nicht. Ich würde es, glaube ich, noch nicht mal schlecht nennen hier. Am Ende habe ich das Feedback, dass es kein schlechtes Pokémon-Spiel gibt. Selbst Heyo Pikachu kann ich jedem empfehlen, mal zu spielen. Es ist nur mit sehr viel Geld verbunden, weil man es nicht emulieren kann. Guck, wie viele Pokémon ich habe, Mr. König. Müssen es verschiedene Pokémon sein? Oh mein Gott, der Ritter. Logok. Möchtest du einen Streetpass aktivieren? Bringt nicht viel. Sorry. Nein, ich möchte nicht den Spotpass aktivieren. Was ist der Unterschied zwischen Spotpass und Streetpass? Ah, ich muss die nur einmal kaufen? Was? Du benötigst... Ich habe nicht genug Kohle? Wie kriegt man Kohle? Spot-Nachrichten von Nintendo? Hm. Für ein 3DS-Game schon etwas schwach grafisch. Ich glaube, das ist eher der Style. Das ist nicht... warum gehe ich da nicht rein? Okay, nochmal. Was? Ich verstehe es nicht. Mehr Ballons. Nein, ich kann keine Ballons kaufen. Geh auf die Suche nach Pokémon. Ja, will ich doch. Okay, gerade hätte das was gekostet, jetzt nicht. Versteh's nicht. Azurill, yes. Burggraben. Das Spiel, das wirst du jetzt wieder nicht verstehen. Sieht absichtlich so aus. Rumble sah auch schon so aus. Und das ist nicht unbedingt eine schlechte Grafik, sondern dir gefällt halt der Artstil nicht. Ich meine, es ist wieder damit verbunden natürlich, dass... das Spiel 480p hat und wir das gerade auf 1080 hochskalieren, weil es nicht emuliert ist. Einfach hochgestreckt auf 1080p. Ein bisschen weniger. Deswegen siehst du natürlich wieder jeden Pixel. Aber auf so einem DS-Bildschirm sieht es eigentlich ganz knuffig aus. Also hier so vor mir sieht es eigentlich echt ganz knuffig aus. Aber es geht halt darum, dass das kleine Spielzeuge sind, die du aufziehst und die dann einfach loslaufen und kämpfen. Ich drücke wieder die ganze Zeit die falsche Taste. Wow. Weil natürlich sind die Texturen sehr klein, natürlich also schlechte Qualität, natürlich ist es alles sehr eckig. Aber das ist, vor allem bei den Charakteren, das ist natürlich der Stil von dem Spiel.
Und ich finde es eigentlich ganz knuffig. Ich finde, es sieht nicht kacke aus, unbedingt. Es ist halt eher dieses sehr monotone, einseitige, langweilige Gameplay. Bisher ist null Taktik dabei, gar nichts. Ich renne einfach durch und ich muss ja noch nicht mal A drücken, anscheinend. Ich renne durch und hier, ich renne gegen die Azurills und ich muss nichts machen. Ich renne nur in die Richtung von einem Azurill und stirbt. Ich meine, wir sind am Anfang vom Spiel, wahrscheinlich wird's noch schwerer. Im Moment kämpft ein Flemli gegen ein Azumarill und ich habe auch nur nicht ansatzweise Angst, dass ich das hier nicht schaffe. Obwohl ich gegen ein Azumarill als kleines Flemli kämpfe und Glut spamme. Ich meine, jetzt weiche ich noch nicht mal aus. Ich schaff's trotzdem. Sehr eckig halt. Ja. Ich glaube, das Eckige ist jetzt nicht unbedingt der Artstil. Aber das Klobige halt, der große Kopf, der kleine Körper, keine Füße haben und sowas, das ist halt der Artstil. Ich glaube, das Eckige ist halt, naja, 3DS. Ist ein Port? Ist es? Nein, das ist kein Port. Das ist ein Port? Das ist kein Port. Ist das ein Port? Das ist ein eigenes 3DS-Spiel. Wie sie einen angucken auch. Ist das nicht von der Wii? Die Wii-Version heißt Pokémon Rumble. Das ist Pokémon Rumble World. Das ist ein eigenes Spiel. Das ist die Fortsetzung. Ich weiß nicht, ob storytechnisch die Fortsetzung ist, aber es ist... Also, sagt, wenn ich falsch liege, aber das ist ein eigenes Spiel. Das ist kein Remaster, Remake, Port, irgendwas. Das ist einfach ein eigenes Spiel. Es gibt, glaube ich, 5 Rumble-Spiele inzwischen. Ich fände sogar, die könnten... Ach da, ich muss die Sekunden abwarten? Warum? Warum muss ich 10 Sekunden warten, bis ich hier rein darf? Das ist super seltsam. PokeWiki, Pokémon Rumble für Wii, Super Pokémon Rumble für 3DS, Pokémon Rumble U für Wii U, Pokémon Rumble World für 3DS kostenloses und dann gab es noch eins fürs Handy, Pokémon Rumble Rush. Das fürs Handy habe ich gesehen, das interessiert mich voll. Ich wusste gar nicht, dass es ein Pokémon Rumble fürs Handy gibt. Ich muss mich da noch informieren. Warum gibt es einen Unterschied zwischen Pokémon Rumble World und ein kostenloses Pokémon Rumble World? Warum haben die das nicht anders genannt, wenn es ein anderes Spiel ist? Wenn es kein anderes Spiel ist, ist es noch komischer. So, hier fühle ich mich jetzt gut als Flemli. Ich könnte, glaube ich, inzwischen auch mal ein anderes Pokémon auswählen. Ich glaube, ich kann alles steuern, was ich einsammle. Kann ich auch mit Touchscreen spielen? Nee. Hallo Maurediven. Ich finde, die könnten dafür aber so eine kleine Version für die Switch machen. Weil man kann in den Spielen Shiny hunten. Ich find's nicht so doof. Es ist halt dummer, sinnloser Grind. Und null Schwierigkeit, null gar nichts. Ich will noch ein bisschen weiter spielen, um zu schauen, ob es irgendwann schwer wird. Ob es irgendwann irgendeine Taktik gibt oder ob es einfach nur... Ich will ja noch nicht mal A-Spam sagen, weil du musst nicht mal A-Spam. Es geht nur schneller, wenn man A-Spamt. Kann man Shinies übertragen? Nee, hier nicht. Wenn sowas für die Switch irgendwann mal kommt, wäre das natürlich cool. Aber ich glaube dann auch nicht. KP-Heilung. Kein Plan, Heilung. Das Rumble Rush fürs Handy gibt es, glaube ich, nicht mehr. Was? Ist keiner gespielt. Ein Vati. Oh mein Gott, Sternschauer? Nee. Vielleicht muss ich jetzt noch ein bisschen aufpassen. Oh mein Gott. Ich hab's verbrannt. Es brennt. Ist sogar oben, dann dampft und so.
wie immer einfach drauf ablösen. Mein Gott, ich kann echt alles nehmen, was ich bisher eingesammelt habe. Level ich aber auch? Ach, das wurde abgebrochen? Es kostet? Warum wurde es? Ach, ich darf während dem Wechsel darf ich nicht getroffen werden. Okay, ich habe jetzt aber auch schlecht gespielt, ne? Ich hätte ein bisschen besser aufpassen können. Ich sag immer noch, dass das viel zu... Ich habe nichts mehr gedrückt. Ich habe nichts gedrückt, weil das, weil man einfach automatisch angreift. Man levelt nicht. Man wird automatisch... Die WP werden mit der Zeit stärker. Pokémon Rumble World ist ein kostenloses Nintendo 3DS-Spiel, das am 8. April... Es ist der vierte Ableger der Pokémon Rumble-Serie. Das Spiel kann kostenlos runtergeladen werden, erhält jedoch Mikrotransaktionen. Das Spiel wurde später auch als Einzelhandelsprodukt veröffentlicht, wobei alle verfügbaren Mikrotransaktionen... Okay, also war es quasi eine Free-to-Play-Version und dann haben sie das gleiche Spiel nochmal veröffentlicht. Okay. Dann ist es ja so, wie ich dachte, dass das Sinn macht. Rektozio, dankeschön für 35 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo, hallo. Free to play. Play to win. Ja, du konntest quasi es umsonst spielen, aber konntest auch Geld ausgeben. Und später gab es die Komplettversion zu kaufen. Das heißt, das ist das vierte? Als ich nachgeschaut habe auf PokeWiki, war das... Das Spiel direkt unter dem ersten Pokémon Rumble. Aber die anderen waren ja auch für Wii und Wii U. Kann es sein, dass das dann das einzige für den DS war? Was hast du vorhin geschrieben? Rumble für Wii, Super Rumble für 3DS. Super Pokémon Rumble wäre dann das nächste gewesen. Rumble U für Wii U, Rumble World für DS. Das heißt, das hier ist sogar das Neueste. Das heißt, ich spiele sogar die neueste Edition von dem ganzen Franchise. Und es ist trotzdem immer noch... Naja. A-Spammen, wenn überhaupt. Du hast nur die Free-Version gespielt. Rubinballon. Jawohl. Ach, und diese ganzen Sachen hier hätte man durch Microtransactions kaufen müssen. Wohingegen ich die ganze Zeit Punkte kriege oder nicht so lang warten muss oder so. Soll ich zum König? Gab es nicht ein Pokémon-Spiel, wo man die Pokémon wie Figuren am Rücken aufziehen muss? Das ist das hier. Der Hexer lädt zum Kampf ein. Besiege den Boss. Okay. Ich kämpfe die ganze Zeit nur mit dem Flamly. Ich, euer bescheidener Diener, der Hexer, bin in den Besitz eines fantastischen Pokémon mit Geheimkräften gelangt. Gerne bin ich bereit, es eurer Hoheit in meinem Privatturm persönlich vorzuführen. Eure Majestät möge zu dieser Gelegenheit die Krone nicht vergessen. Dieser Brief ist eine Dreistigkeit, doch das Pokémon, von dem er spricht, hat unsere Neugier geweckt. Hofabenteurer Caliban, begleite uns zum Turm des Hexers. Vielen Dank, Rektozio, für dein Tier 3 wieder mal. Dankeschön. Schau, alles ist aufgebaut wie so Spielfiguren halt. Mwahahahaha. Ihr seid tatsächlich gekommen, Eure Majestät. Ich bin es, euer bescheidener Diener, der Hexer. Und könnt ihr mir noch sagen, war das in den anderen Rumble-Spielen auch so, dass man mit Mies gespielt hat? Also, dass man selber auch Mies war? Oder haben sie das nur in der DS-Version gemacht? Weil die Wii hatte ja auch schon Mies. Es ist mir gelungen, eines der größten Rätsel der Welt zu lösen. Übrigens ist das jetzt hier ein ganz anderes Format, fällt mir jetzt erst auf. Ein Moment, dann müssen wir eigentlich schon längst hier hingehen. Ihr seht die ganze Zeit weniger, als man sehen müsste.
Wow. Es ist mir gelungen, eines der größten Rätsel der Welt zu lösen. Das Geheimnis der Mega-Entwicklung. Die Mega-Entwicklung verleiht einem Pokémon drei Dinge. Stärke, Überlegenheit und ein außerordentlich schickes Aussehen. Ich würde sagen, Stärke und Überlegenheit ist so ziemlich das Gleiche. Sie ist der Inbegriff von Macht. Und als Besitzer eines Pokémon mit dem Potenzial zur Mega-Entwicklung halte ich es für angemessen, dass der Thron an mich geht. Also, Eure Majestät, her mit der Krone. Niemals, Caliban, jetzt bist du gefragt. Okay, Flemli-Spielzeug. Was bin ich sehend? Drachenkarriere? Du bist sehend ein süßes kleines Pokémon-Spiel. Oh mein Gott. Okay. Eventuell. Ich habe auf Nein gedrückt aus Versehen. Moment. Das müssen wir. Das. Was? Vielleicht ist es ja doch schwierig auf einmal. Aber soll ich hier noch gar nicht hin? So, hier steht Pikachu 36. Was heißt diese 36? So viel KP habe ich? Flemli 68. Ach, das muss ich jetzt mit Touch machen. Pokémon verabschieden. Ich kann Pokémon auch wegkicken. Es ist schon ein bisschen cute. Richtstärke 100 plus. Achso, und mein Pokémon ist Richtstärke 68. Dann kann das ja noch nichts werden. Ich will den Boss besiegen. Jetzt habe ich zu viele Pokémon. Das heißt, ich muss Pokémon verabschieden. Okay, das ist ein bisschen nervig, weil du kriegst halt die ganze Zeit die gleichen Drecksviecher. Und dann machst du verabschieden. Verabschieden. Du musst halt die Pokémon wirklich einfach wegschicken. Ich behalte einfach immer das Oberste von einer Spezies. Weil ich schätze, das Oberste hat die meisten WP. Ja. Das ist Milotic. Melotic. Rubinballon. Stimmt, ich habe doch einen neuen Ballon. Tropfballon. Nee. Dass es hier random ist, ist auch ein bisschen nervig. Da muss man jedes Mal Glück haben, dass man eine gewisse Stage trifft. Stopp! Ich habe auf Milotic gedrückt tatsächlich. Und habe Sichlor getroffen. Aber ich habe auf Stopp gedrückt, wo es hat bei Milotic ganz den Blitz gemacht. Okay, die halten schon mehr aus. Okay, ich muss jetzt... Okay, das Tutorial ist vorbei. Vielleicht ist es doch nicht geschenkt. Aber es ist trotzdem nur A drücken. Und doch, natürlich gibt es Wechselwirkung. Da steht sehr effektiv. Box kann man erweitern. Für Geld. Aber dafür, dass es Mega-Entwicklungen gibt, bisher nur Gen 3 Pokémon, oder? Ich habe noch keinen Gen 4 gesehen. Pokémon Rumble, so ein geiles Spiel. Aber ich will doch heute die schlechtesten Spiele spielen. Warum sind die alle gar nicht mal so schlecht? Jetzt müssen wir doch Pokémon Picross spielen. Oder Tastenabenteuer. Ah, so wechsle ich Pokémon. Ah.
Hegel ist Gen 6. Du hast so recht, ich bin so blöd. Lasst mich in Ruhe, Kecleons. Okay, langsam. Okay, vielleicht ist es doch nicht geschenkt. Oh, die Kecleons sind 135. Sehr logisch, dass das viel zu schwer ist. Ja, ich glaube sogar, Picross wird mir auch gefallen. Es ist halt einfach... Oh mein Gott, wie einfach Kecleon den dann wegmacht. Picross würde ich auch nicht sagen, dass es schlecht ist. Es macht halt das, was es verspricht, oder? Es ist halt einfach ein platziere Farbkleckse, um ein Pokémon zu malen. Mein Gott. Und wenn man dann erwartet, wow, das ist ja gar kein Gen 10. Was, dann hat man falsche Erwartungen. Die wollen einfach nicht, dass man zweimal hintereinander in die gleiche Welt geht und deswegen muss man jedes Mal 10 Sekunden warten. Das ist doch sinnlos. Es hat in der Free-Version Sinn gemacht, damit man halt Geld ausgibt, damit die Zeit verkürzt wird. Aber wenn ich bezahle, dann macht doch den Countdown weg. Warum soll ich denn 15 Sekunden warten auf ein Level? Ist schon sehr dumm. Milotic. Ich habe auf Milotic gedrückt. Muss ich eigentlich meine Mons heilen? Ich glaube nicht. Die Musik. Okay, Kecleon mag ich nicht. Das kämpft komisch. Das macht 3 Attacken jedes Mal, wenn ich drücke. So, klick, klick, klick. Es gibt auch dieses, was ich letztens auch gemeint habe, dieses JRPG-Pokémon, wo man wirklich so Menschen so wirklich so Anime-Game-mäßig steuert, so Pokémon Dynasty oder so. Das würde mich interessieren. Das sagt das Internet, dass das gut ist. Ich glaube, das war auch für den DS. Was ist das für Musik? Kann ich ein anderes Pokémon nehmen? Die sind sehr anstrengend hier, dieses Kecleon. Sandan 116. Kecleon immer noch das stärkste von allen, die ich habe. Okay, bleiben wir bei Kecleon. Okay. Doch, vielleicht ein Banger, der Track hier. Conquest? Vielleicht. Vielleicht kann ich mit Kecleon den Boss besiegen von dem einen Level da. Wie stark Kecleon ist! Das hatte ich damals extra aus UK gekauft, durfte bei uns ja nicht erscheinen. Echt, dieses Conquest durfte nicht erscheinen bei uns. Durfte nicht erscheinen. Warum durfte es nicht erscheinen? Zu brutal. Ist es random, was für Pokémon erscheinen in einem Level? Warum habe ich nur die Hälfte der Pokémon? Ich gehe jetzt mit diesem krassen... Okay, weil die sind auch nicht schlecht. Das eine... Makuhita hatte 120. Dann gehe ich jetzt damit in dieses Boss-Level. Muss ich das jetzt alles nochmal anschauen? Oh mein Gott, ich kann überspringen. Ein Pokémon-Spiel, wo man... kann kein schlechtes Spiel sein. Ein Spiel, wo man... Ah, ich bin normal, ich kill dich, Geist. Ein Spiel, wo man Cutscenes überspringen kann.
Wie wurde ich geheilt? Was heilt mich? Die Items da drin. Warum bin ich gefangen? Warum bin ich in einem Käfig? Mein Gott, Apollo. Tot. Habe ich noch keinen Nebulak aufgesammelt? Kann es sein, dass ich in diesen Boss-Leveln nichts bekomme? Traunvergil? Doch, da ist ein Traunvergil. Nee, das ist... Das war noch was. Kann ich die Kanonen kaputt machen? Wow. Also, Kecleons Steuerung ist schrecklich. Es macht immer drei Angriffe. Du kannst nichts dagegen tun. Ah. Traunmagier. Was geschieht? Was geschieht? Was geschieht? Was geschieht? Du hast das Ding auf 100 gezockt, das Spiel hier auf 100%. Warum kriege ich die Mons nicht? Ich will die einsammeln. Ich will die haben. Ach Gott. Kann ich mir die Attacke von dem ändern? Oh mein Gott. Rotena. Nee, wie ist es? V. Bullpix, gell? War Bullpix, ja, ja. Oh mein Gott, der Zauberer. Mega-Entwicklung Simsala. Das ist schon witzig, dass diese kleinen Spielfiguren jetzt einfach Mega-Entwicklung haben. Okay, ich bin leicht kaputt, hallo? Aber Simsala ist eigentlich schon tot. Verwirrt. Nein, ich will nicht ablösen. Ich hab's gleich. Okay, ich hab's doch nicht. Nächstes Kecleon. Nur reingerannt. Aber... Es hat eine Schwierigkeit auf jeden Fall. Es ist doch nicht einfach nur durchrennen. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man... Aber ich könnte jetzt einfach noch drei Level mehr machen, dann wäre das hier ein Klacks wieder. Es ist halt ein krasses Grindspiel. Siege innerhalb von 55 Sekunden. Setze eine sehr effektive Attacke ein. Habe ich keine einzige? Okay, ich war ein Normal-Pokémon. Schwierig mit einer Normalattacke. Oh, das Kecleon in der Zeitschrift. Ich find's eigentlich echt ganz süß. Ich mag so sinnlose Spiele, die man einfach nebenbei machen kann. Und wenn man hier auch noch Shiny handeln kann, das ist echt cool. Ich will mal kurz gucken, ob das Shiny Locked ist. Oder Trunks, hast du in dem Spiel mal ein Shiny gefunden? Shiny Locks Pokémon Rumble World. No Shinies. Hier steht, Pokémon Rumble World hat keine Shinies. Es gibt nur welche, die sparkeln und die sind 100%. Okay, die haben keine... Es sind keine Shinies, aber sie haben besondere Attacken und Fähigkeiten. Okay, also keine Shinies. Pokémon Rumble World hat keine Shinies. Kecleon. Ich will jetzt ein Level mit Wampel. Ja, die glitzern. Aber ist kein Shiny. Tschüss. Und dann spielen wir das letzte Spiel.
was ein Pain wird, euch zu zeigen. Ich weiß noch nicht, wie ich das schaffen soll. Also ich weiß wie, aber ich habe Angst, dass alles zusammenbricht. Ihr werdet dann sofort verstehen, warum. Weil das Spiel sieht auch so aus. Bliblub! Pass auf, ich spiele das Spiel. Challenge Run, Wampel only. Ich würde gerne schneller laufen können. Aber das ist wahrscheinlich je nach Pokémon, bewegt man sich schneller. Okay, wird schwierig mit Wampel only. Kommt die eigentlich unendlich lang? Ja, verdammt. Daneben? Wie daneben? Ich stehe daneben. Moment mal, daneben hat zwei Bedeutungen. Ich stand doch daneben, aber es war daneben. Nächstes Wampel. Wampel only heißt nicht das gleiche Wampel. Wampel only heißt nur Makuhita, verdammt. Makuhita, los. Klatsches. Was muss ich tun, um das zu kriegen? Entwickeln sich meine Spielzeuge? Nee. Safe nicht. Es ist halt sehr rudimentär, ne? Wenig Taktik, einfach reinrennen und eine Taste drücken, wenn überhaupt. Es ist schon wirklich kein gutes Spiel, aber ich kann verstehen, wie Leute einfach sinnlos es grinden, weil es einfach ein super Grindspiel ist. Du kannst so wunderschön sinnlos grinden. Ein bisschen wie Pokémon Quest damals. Wo du einfach wirklich nichts machst. Du guckst denen buchstäblich dabei zu, wie sie einfach kämpfen von alleine. Aber du musst halt die Vorbereitung treffen. Ich habe einen 150er Pelipper. Okay. 18 Uhr. Zeit für das letzte Spiel. Das war interessant. Fand ich aber auch nicht besonders schlecht. Auch wenn das, vielleicht, das World steht nicht auf den Listen. Aber das erste Pokémon Rumble steht halt immer auf allen Listen, wenn man eingibt, schlechteste Pokémon-Spiele. Ich wollte mich davon überzeugen. Das fände ich jetzt am wenigsten schlecht heute. Aber auch jetzt. Schießen wir auf eine gewisse Art den Vogel ab. Das wäre jetzt interessant. Ich muss jetzt als erstes die Einstellung von meinen Windows ändern, damit ich euch das Spiel zeigen kann und dann die Daumen drücken, wenn ich die Access starte, dass dann mein PC nicht abstürzt. Zuerst muss ich meinen Monitor, den primären Bildschirm, auf den hier ändern. Wie geht das? Mehrere Bildschirme, Hauptanzeige. Okay, alles noch gut. Dann hier starten wir das und hoffen aufs Beste. Okay, ich sehe euch nicht mehr. Warum? Oh mein Gott, jetzt bin ich rausgetappt und jetzt sehe ich euch wieder. Warum geht mein dritter Bildschirm aus, wenn ich das Spiel starte? Warum sehe ich jetzt das Spiel zweimal? Das meine ich. Ich zeige euch kurz, mal schauen, ob ich euch zeigen kann, was ich sehe. Okay. Läuft. Okay. Learn. Ich kann nicht immer auf Learn oder Play drücken. Oh, doch, hier. Okay. Quit. Wie wär's damit? Wunderschön. Wir kriegen das hin. Problem ist,
Ich sehe euch halt echt nicht mehr. Mein dritter Bildschirm geht aus, wenn ich das Spiel starte. Also vielleicht ziehe ich euch mal kurz auf einen anderen Bildschirm. Mal schauen. Official Nintendo Licensed Product. Wizards of the Coast. Fluid. Hey, my name is Julie. I'm a Pokemon trainer just like you. Stick with me, and together we'll become the greatest Pokemon masters the world has ever seen. We're gonna learn about the world of Pokemon, the trading card game. But you can do more than just collect and trade these cards. They're a complete game. Using the cards, Ash, you can battle against your friends to become the best there Ash, ever was. Bist du es? It's totally fun. So, do you have what it takes? Then let's go! Hey! If you're new to Pokemon, ich kann nicht raustabben. Ich sehe nicht mal wirklich, was ihr sagt. Warte, wenn ich raustabbe. Oh Gott. So. Wenn ich jetzt wieder reingehe. Okay, wunderschön. Gehen wir raus. Gehen wir nochmal rein. Aber es ist 4 zu 3. Ich lasse das jetzt einfach so, weil ich kann es nicht wirklich anders einstellen, weil ich kann nicht aus dem Spiel rausgehen, um das anzupassen, wie es für euch aussieht. Ihr seht meinen kompletten Bildschirm. Und mein kompletter Bildschirm ist halt der und nichts anderes funktioniert, außer dieser eine Bildschirm. Der Bildschirm ändert sich sogar auf 4 zu 3. Also ihr seht hier, die Maus hört hier auf. Oh ja, das ist tatsächlich von Wizards of the Coast, weil die ersten Trading Cards von Pokémon waren noch von Wizards gemacht. Wizards macht heute eigentlich nur noch Magic, glaube ich, oder? Also Wizards stellt heute noch die Pokémon-Karten her, wohingegen bei die Magic-Karten her, wobei, also glaube ich, wobei die Pokémon-Karten von Creature Inc. hergestellt werden. Magic und Dungeons & Dragons. Ah, okay. Die Augen. War das nicht geil? Was zum Henker ist das? Ist das nicht geil? Das haben die damals rausgebracht, als das... Also es ist von 1995, 96, 98. 98 ist das Trademark. 99 ist Fluid Trademark. Also es ist wahrscheinlich von 1999. Das ist damals rausgekommen auf einer CD, die man kaufen musste. Ich glaube, sie war nicht umsonst, glaube ich. Und das war quasi, das hat ihr beigebracht, wie man TCG spielt von Pokémon. Aber das hier sieht ja super 90s aus, ne? Die Schrift. Können wir nochmal irgendwie diese Cutscene anschauen? Die war so großartig. Weil das Spiel an sich, und das ist jetzt so ein bisschen wieder, ist es ein schlechtes Spiel? Nicht wirklich. Das Spiel an sich ist nicht schlecht. Ihr werdet es gleich sehen, wir werden spielen. Ich glaube, ich werde sogar alles spielen, was das Spiel hat. Es hat nämlich so gut wie nichts. Aber was halt das Spiel so unglaublich schlecht macht, ist halt diese Cutscenes, wo du dir echt denkst, wie haben die das damals gemacht? Also wie schrecklich sieht das aus? Wie haben die es geschafft? Also es existiert ja der Pokémon-Anime zu der Zeit. Hey, my name is Julie. Was ist das? Was ist das für... Erstmal, wenn du nur das Character-Design, noch nicht mal die Grafik beachtest, was ist das für ein Character-Design? Aber dann kommt hinzu, wie habt ihr das CGI-technisch gemacht? Warum? Wieso? Wer hat sich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt oder zu wenig? Keine Ahnung. Was ist das, Ash? Was haben sie mit dir gemacht? Ich meine, was ist dieses Character Design? Der Anime existiert zu dem Moment. Man sieht ja hier die ganzen... Warum haben sie nicht eine Anime-Szene gezeichnet oder sowas?
Hier kann man auf Learn gehen. Und das, wie das alles aussieht, ist schon echt 90s, ne? Also man schwelgt so richtig in den 90ern hier gerade. Dazu die Klappe halten. So, ich will Quiz machen. Hier kann man lernen. Man lernt hier über Pokémon. Wir lernen jetzt über Pokémon. Ich möchte jetzt Quiz machen. Okay. Hallo. Wie die da oben. Oh mein Gott. Let's see if you've got what it takes to be a Pokemon master. Yeah. Okay, I'll ask a question. You click on the correct area of the card to give an answer. Okay. Ready? Okay. The Beedrill Pokemon evolves from the Kakuna Pokemon. Where is that shown on the card? Hier. Schau mal, richtig krass interaktiv. Man kann jeden Bereich von der Karte auswählen. Right. But remember, not all Pokemon can evolve. Only some special ones. We'll learn more about that later. Next question. Beedrill has quite a few hit points. Where is that shown on the card? HP, hit points. Was im Deutschen KP heißt für Kill points. KO points? Kraftpunkte? Was heißt KP? Right. Hey, remember, when a Pokémon Körperpunkte, bitte nicht. In a battle, it's knocked out. Next question. Beedrill has two attacks. Kraftpunkte? Ach, so dumm. Warum kann es nicht international einfach HP heißen? Poison Sting? 40. You got it. Good job. Nice. We're out of here. Click on forward. We're out of here? Das waren drei Fragen. Nächstes, nochmal. Ich will ein anderes Pokémon. Okay, das war's. Das Quiz besteht aus drei Fragen zu immer der gleichen Karte. Noch nicht mal Typ, Name, gar nichts. Okay, what's an energy card? Quiz. Cool. Here's another Pokemon. Pidgey. And here come a bunch of energy cards. Typische Taubsi-Ruf. Try this. Click on any energy card and drag it over to the Pokemon. Any? Okay, dann Elektros macht am meisten Sinn. That's right. You just attached an energy card to the Pokemon. In the game, aber die Karten sind noch nicht mal PNGs, die sind noch nicht mal ausgeschnitten. Die Karte selber ist einfach ein JPEG Ponyta. Mit einem schwarzen Hintergrund. Gibt euch das. Aber die Energy-Karten sind PNG, die abgerundet sind. Wie seltsam. Attach the correct, okay. Zwei? Right. Ponyta needs two fire energy cards to use the flame tail. Yeah. Let's try one more. Okay. Hitmonchan. Cool. You'll want to attach energy for the special punch attack this time. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Rufe von den Pokémon aus dem Anime nehmen. Das heißt, der amerikanische Anime macht einfach attach the correct energy to Hitmonchan to use the special punch attack. Ja. Way to go. Two fighting energy plus one of any type. Yes. And Hitmonchan is ready to battle with a special punch. Come on, let's get out of here. Let's get out of here. Nochmal. Cool. Here's another Pokemon. It's the same one. Okay. Das war's. Das war das Quiz. Ansonsten kann man noch sehr viel lernen. Hier kriegt man alles beigebracht. So. Also das Spiel an sich ist nicht schlecht für das, was es sein will. Und das ist einfach nur, du kriegst beigebracht, wie man TCG spielt. Das Spiel heißt Pokémon Play It übrigens. Steht das eigentlich irgendwo? Das steht nicht mal irgendwo. Das, doch hier, Play It. So, das ist das Lernen. Übrigens, alles andere, auf das man klickt, sind einfach nur Verlinkungen auf PDFs, die auf der CD auch mit drauf sind. Also wenn ich jetzt auf Extras klicke, das hier sind alles, wobei das ist, glaube ich, wahrscheinlich eine Internetverknüpfung. Aber hier bei Learn, wenn ich jetzt auf Advanced Rules gehen würde, würde sich einfach ein PDF öffnen. Habe ich schon gemacht, mache ich nicht, weil dann stürzt das Spiel wieder ab und so. Aber wir gehen jetzt auf Play. Und dieses Spielfeld, was ihr gerade schon gesehen habt, es sieht so geil unübersichtlich aus und so 90s und so schlecht designt, das ist großartig. Gebt euch dieses Spielfeld. My name is Julie. Hi, Julie. Let's play some Pokemon. Yes. Make sure you check the text box at the top and the bottom of the screen and do what it tells you.
Ready? Let's play. Ich will den anderen, ich will Ash wiedersehen. Was soll ich machen? Ich soll einen Typ auswählen, Kampf oder Wasser. Gebt euch, aber allein wie Julie hier guckt, ne? Großartig. Die Farben, die wir haben, dieses typische Kids RTL 2 Look-mäßige, alles ist so leicht bubble-mäßig, schleimmäßig irgendwie. Und du hast überall, irgendwie hast du diese Comic Sans. Ist das Comic Sans? Ich glaube, das ist Comic Sans, oder? Vielleicht nicht ganz. Aber auch hier so, du hast hier so Schriften, die nur eine Kontur sind. Und die oberste hat sogar einen Schatten, aber die anderen zwei haben keinen Schatten. Und dann hast du diese, es sieht so seltsam aus und so hässlich. Und dann hast du diese winzigen Karten, um die es eigentlich geht. Das hier ist das Spielfeld. Und alles wird sich jetzt in diesem Spielfeld abspielen, wobei du alles außenrum noch hast. Ah gut, ich habe letztes Mal, als ich das getestet habe, habe ich Kampf genommen. Ich nehme jetzt Wasser. Die Soundeffekte sind eh das Beste. Dann kann man spielen, aber man sieht auch hier wieder. Wobei, hier sind die Karten tatsächlich abgerundet. Vorhin beim Quiz waren sie nicht abgerundet, die Karten. Aber es funktioniert. Also es ist an sich ein Spiel, das das macht, was es verspricht. Nur es tut es auf eine unfassbar hässliche Art. Und ich würde auch sagen, in den 90ern war das auch schon hässlich. Aber da hat man dem halt noch verzeiht. Aber es gab auch schon in den 90ern gute PC-Spiele mit guten Interfaces. Nur hier hat Pokémon, die hatten auch kein Geld damals. In 99 hatten sie noch nicht so viel Geld. Die konnten noch nicht wirklich Mühe reinstecken in dieses Spiel hier. Was will ich tun? Ich will kämpfen. Aber ist gut jetzt, weil ich will nächste Woche TCG spielen. Oder diese Woche, morgen. Kann ich ja mal trainieren. Was? Okay. Was? Flip. Achso, wir flippen die Coin. Unübersichtlich, kein Stück sieht geil aus. Aber guck, die kleine Karte hier. Aber sie wird riesig, wenn wir drauf gehen. Okay, dann ziehen wir unsere Karte, dann legen wir das hin, dann legen wir hier drauf. Ich muss hier so drüber hovern, damit ich die Karte überhaupt sehe, weil hier ist gar nicht Platz, um überhaupt die Attacken abzubilden. Aber auch geil ist, ihr werdet gleich sehen, wobei das ist wie im Spiel natürlich. Wenn ich jetzt Schaden mache, was ich tun kann, oder? Attack! Ah! Dann erscheint hier 10 Schaden. Aber das ist, glaube ich, im Spiel wird es auch so gemacht. Also wenn man das echt spielen würde. Aber schau doch mal das Gengar im Hintergrund an. Wer hat diese Pokémon gezeichnet? So alle anderen. So, da saß wirklich jemand und hat einfach die Pokémon-Assets genommen, die er halt irgendwie gefunden hat. Und das war aus dem Spiel. Da ist Pikachu natürlich Carpador, wie man es kennt. Radfratz noch hier oben reinbauen. Und einfach Gengar. Fuck, wie... Das Gengar sieht nämlich so aus, als wäre es... Ruhe. Das Gengar sieht nämlich so aus, als wäre es genauso modelliert worden, wie halt die Grafik von diesen hässlichen Charakteren hier. Was ist das für ein Gengar? Okay. Dann mache ich Sterndu Medizin. Wer ist das? Flipper Coin Effects. You may search your deck for any basic Pokémon. Okay. Wie mache ich das? Flip. Okay, jetzt. Wow. Das ist mein Deck. Oh Gott, man kann ja nicht mal wirklich scrollen. Any Pokémon Card. Sea King. Und dann machen wir Seeking hier drauf. Ah, jetzt kann ich keine Wasser, aber ich kann immer noch Hornattacke machen. Wie geil ist denn, bitteschön, Golking? Kann immer noch eine Attacke jetzt machen. Attack! That didn't hurt at all. Hallo, du hast 50 HP, du bist gleich tot. Wie jung bist du? Ich bin so alt, dass ich dieses Spiel wahrscheinlich mit... Ich konnte dieses Spiel mit 11 Jahren spielen damals. Und dann ist es... Als dieses Spiel rauskam, war ich 11. Das tut weh. Warte, ja doch. Das Tangela neben Pikachu? Wo ist Tangela neben Pikachu? Ach, da unten! Ach, jetzt sieht man es nicht mehr. Oh, yes.
Wieso habe ich 40 Schaden bekommen, du Schwein? Was macht Bill nochmal? Einfach zwei Karten ziehen, ne? Ich hätte gerne Heilung. Cool, danke für nichts. Was ist Dratini? Nur Pound, okay. Soll ich nochmal eine Karte ziehen? Aber das bringt mir... Ne. Vielleicht finde ich ja ein Dragonier. Darf ich? Dauert immer alles ein bisschen hier. Habe ich Dragonier überhaupt im Deck? Was ist das für... Das ist kein Deck. Man hat Dratini, aber kein Dragonier. Ich glaube, weil das einfach alle Wasser-Pokémon sind, die in Gen 1 existiert haben. Dann nehme ich nochmal einen Golking. Lege das auf mein Sternduo. Ach, das geht. Kann man entwickeln, nur wenn das Pokémon auf dem Spielfeld ist. Das ist mir neu. Das wusste ich gar nicht. Attack. Habe ich die ganze Zeit Hornattack gemacht, ich Trottel? Habe ich die ganze Zeit Hornattacke gemacht, obwohl ich die ganze Zeit hätte angreifen können mit Waterfall? Golking auf Sterndu. Oh, deswegen. Deswegen. Hä, du konntest mich immer noch nicht umbringen? Ach, weil du hast so schlecht gewürfelt. 50 minus. Ah, 50 minus den Schaden, den es bereits hat. Bad. Man kann es entwickeln. Waterfall. Ist so geil, wie all die Action spielt sich auf diesen kleinen Feld hier ab. Wow. Wow. Julie, mach was. Ich glaube, du kannst mich, du willst mich nicht umbringen. Was ist diese AI? Okay. Anscheinend ist Zurückziehen echt... Also die bringt mir ja quasi bei, dass Zurückziehen eine gute Taktik ist. Kannst du mich umbringen? Du kannst mich gar nicht umbringen. Kannst du mal deine alten Puppen... Dave! Du hast das Spiel beendet! Du hast das Spiel beendet, Dave! Nicht beendet, du hast es verkleinert. Dave! Bitte! Jedes Mal, wenn ich rausgehe. Es ist wunderschön! Es ist wunderschön! Es läuft noch, ja, aber so. Dave, du hast den Drucker aktiviert, was mein PC drucken lässt, wodurch, sobald ich auch nur irgendwas an diesem PC mache, stürzt das Spiel ab. Dave, du bist eine Fuertente. Hat sich das gelohnt? Hat sich das gelohnt? Ich muss jetzt so gewinnen. Ich muss jetzt so gewinnen. Es geht nicht anders. Weil alles ist, wenn ich das Spiel jetzt beende, war es das. Ich weiß noch nicht, wo ich hinklicken muss. Das ist das Problem. Aber ich sollte doch sehen, wo... Ha, ha, schau. Ich muss dahin klicken, wo es wäre, aber es sieht nicht so aus. Dahin. Attack. Zum Glück wird mir alles leuchtend erläutert. Waterfall. Kannst du jetzt mal tot sein? Oh mein Gott, endlich. Wow. Knocked out of the arena. I can't believe it. Das Beste sind eigentlich echt die Schreie, die Pokémon machen. Was war das? Okay, okay, warte. Draw. Wo bin ich? Draw? Nee. Ach, da unten. Als Belohnung. Bist du jetzt dran? Ach, sie ist dran. Ich kann es gerade nicht anders. Ich weiß nicht, wie ich das wieder herstelle. Ich kann nochmal rausgehen und wieder reingehen. Vielleicht sieht es dann wieder anders aus. Nee. Ich muss das Spiel neu starten, damit es wieder normal aussieht. Das ist geil. Das hätte ich nicht gedacht, dass der Drucker das Spiel einfach minimiert. Aber es ist ein 1999-Spiel. Also ich musste super viel Kompatibilitätsmodus einstellen, dass das überhaupt funktioniert. Was geschieht? Was geschieht? Was muss ich tun? Bin ich tot? Ach, ich bin tot. Okay. Dratini, Golking. So, okay. Meine Karte. Was ist das?
Standu. Wasser. Ich mach die alle fertig. Und dann. Was ist es? Attack. Hier. Attack. Waterfall. Das habe ich verpasst. Alles. Genau, mach noch mehr Kanalbelohnung, damit das Spiel noch mehr abstürzt. Ist mein Gold King? Wo bin ich? Europe. Attack. Oder so. Ich sehe nicht, wo ich noch was drauflegen sollte. Attack, Attack. Waterfall. Ich habe Leos Spiel kaputt gemacht. Also for real. Yep, hat er. Hat er wirklich. Dave hat es geschafft, aus der Schweiz ein Spiel auf meinem PC so aussehen zu lassen. Was geschieht? Okay, ich muss wieder... Ich habe 1 K.O. geschlagen. Das heißt, ich krieg eine Karte. Wo ist die Karte? Hier. Wieder Gold King. Tolles, tolles Deck, was ich da habe. Das war der Sound von Macholo? Attack. Ich kann das Spiel schon blind spielen. Gehackt. Komm, ich will wieder... Kann ich sie jetzt mal besiegt haben? Die soll mal ihr 70 Schaden Maschok reinschicken, bitte. Wo ist die Karte? Hier. Und nochmal Attack. Was? Hat die mir was weggenommen? Die hat mir was weggenommen. Macht nix. Nochmal. Kann ich jetzt bitte gewonnen haben? Wow. Knocked out of the arena. Yep. I can't believe it. Ja. You beat me. I demand a rematch. Okay. No. Quit. Hier, Dave. Ich zeig dir, wie das Spiel normalerweise aussieht. Ich zeige euch nochmal das Intro, weil es das Geilste am ganzen Spiel ist. Zuerst so Official Nintendo Licensed Product. Magic the Gathering. Wizards of the Coast. Fluid. Das sind die wahrscheinlich, die zuständig sind für die geilen CGI-Grafiken hier. Ich erinnere mich noch an die Spiele, die eigentlich 480p sind, Full HD sind, was auch immer. Aber die Intro-Bildschirme waren immer so ein kleines Viereck einfach nur. Ash, nachdem er erfahren hat, dass Pantymos nicht nur ein guter Freund ist. Hallo, kannst du aufhören? Chillpapiertonne, Mann. Verstehst du nicht, dass wenn du Spirit-Pokémon machst, du meinen PC dazu bringst, das Spiel zu beenden? Du bist ein komischer Alien. Ich weiß ja nicht mal deinen Namen. Lass ins Spiel zurückgehen. Du hast die beste Stelle verpasst. Du hast die beste Stelle verpasst, als Ash Ketchum zu sehen war. Jetzt müssen wir es nochmal anschauen. Das wusste ich nicht, tut mir leid. Ich könnte es ja ausmachen. Mariko! Lass uns schnell ins Spiel gehen. Mariko, du bist ein Kikugi. Kitsune, wie heißt das? Eine kleine Kirsche. Quit. Wir müssen nochmal rein. Wir müssen noch zum vierten Mal das Intro anschauen. Das war doch Absicht, du wirst das Intro nicht mehr sehen.
Ich verstehe das nicht. Das ist das Beste am Spiel. Wizards of the Coast. Ich habe vor lauter Anschiss mein Pokémon verpasst. Du bist Megalon. Palki! Okay, okay. Ich stelle es jetzt aus. Ich wollte euch nämlich im Spiel noch was zeigen, was ich jetzt aber eh erst googeln muss. Mann, du bist ein komisches Elektrodon oder wie die heißen. Pescarudon, Pescagon, irgendwas hier zusammengewürfeltes Viech. Bi-bi-bi-bi-bi. Elektrodon, stimmt doch, ne? Elektrodon. Ich mache jetzt Spirit aus, weil ihr euch nicht zurückhalten könnt. Unglaublich. Jetzt muss ich kurz was nachschauen. Oder ich schaue das auf dem Handy nach, damit ich den als Bildschirm benutzen kann. Wehe, ihr findet jetzt irgend noch einen anderen Weg, den PC zu beeinflussen von weit weg. Wo ist das? Aha, okay. Nochmal. Habt ihr das Intro schon gesehen? Hat Quereinfluss? Nein. Hey, my name is Julie. Hi, Julie. I'm a trainer just like you. You don't look like it. And together, we'll become the greatest. You look like a moon. The world has ever seen. We're gonna learn about the world of Pokemon, the trading card game. But you can do more than just collect and trade these cards. They're a complete game. Ash. Using the cards. Wenn er erfährt, dass Pantymos nicht nur ein guter Freund ist von seiner Mutter. New puppy. It's totally fun. So, do you have what it takes? Then let's go. Let's go. Pokemon. Hey, if you're new to Pokemon, so. Click on learn. If you want to play against me in a real game. Herzlichen Glückwunsch. Click on play. Auf jeden Fall, wir haben gerade ein viel gelernt. Halt jetzt die Klappe. Julie. You can choose any topic you want. But if I were you, I'd start at the top and then work my way down to the bottom. And you can click on a quiz button when you want to test your knowledge. Okay. Wir haben gelernt, wir haben zwei Quizzes gemacht, die man nicht wiederholen kann. Also die man wiederholen kann, aber es ist immer exakt das gleiche Quiz mit drei Fragen. Und dann habt ihr gesehen, jedes Mal, wenn wir das Spiel quitten und neu starten, labert sie uns wieder voll. Den ganzen Text hatte sie schon mal, also dieses Spiel hat keine Speicherfunktion. Was auch bedeutet, wenn ich jetzt auf Play gehe. My name is Julie. Hi Julie. Some Pokemon. Hi. Make sure you check the text box at okay. The top and the bottom of the screen. Yeah. Do what it tells you. Ready? Let's play. Okay. Ich habe quasi nicht gewonnen. Also es gibt keinen Fortschritt in diesem Spiel, wenn es überhaupt ein Spiel ist. Ich kann einmal mit einem Wasserdeck kämpfen und dann nimmt sie das Kampfdeck und kann einmal das Kampfdeck nehmen und andersrum. Ne? Also ich komme noch nicht mal hier raus gerade. Ich muss jetzt ein Deck nehmen, auf OK gehen und dann rausgehen, ja. Und wenn ich jetzt auf Play gehe. My name is Julie. Let's. Okay, aber ich habe nachgelesen, man kann sogar noch zwei Decks freischalten, indem man hier Fire eingibt mit der Tastatur. Fire.
Fire. Fire. Was das schon? My name is Julie. Hi, Julie. Let's play some Pokemon. Make sure you check the text box at the top and the bottom of the screen and do what it tells you. Ready? Let's play. Oh, Fire. Aber da steht aber, die zwei Extra-Decks lassen sich freischalten, indem man das Passwort Fire. Das ist aber nur ein Extra-Deck. Jede Pokémon-Karte hat einen eigenen Ruf. Dieser Ruf basiert auf dem Ruf des Pokémon-Animes und nicht dem aus dem klassischen Videospiel. Deswegen hat Taubsi auch krrrr gemacht. Auf die Oh! Zwei Fire-Decks? Extra. Okay, wir müssen jetzt noch das Extra-Deck auschecken. Ihr seid besser als ich. Kannst du zur Seite swipen? Den Begriff gab es in 1999 noch nicht mal. Swipen. Swipen. Kannst du den Mauszeiger bitte auf das rechte Dreieck bewegen? Arcani, los! Charmander! Was? Achso, Charmander! Achtet auf die Pokémon-Rufe, sind das Beste. Münzwurf. Spiel ist von 1999. Also das Trademark ist von 1999, deswegen glaube ich, dass es da rauskam. Das war Marcholos Attackenruf. Oh, yes. Hier steht 99. Nordamerika 2000, aber in Europa 1999. Die Amis mussten... Ich weiß nicht wie lang, aber mindestens drei Monate auf dieses Spiel warten. Warum das so Spiel ist von 2020? Da war ich ein einjähriger Hosenscheißer. Oh mein Gott. Ich war da 11, Mann. Durfte sie anfangen? Schwein. Attack. Marcello so am Schreien, während es verbrennt. Warum switchst du ein Marcello, das noch nicht ansatzweise kaputt ist? Energy Removal? Du böse Frau. Oh, yes. Vielleicht mache ich auch Switch. Ein Switcheroo. Oder ich bereite andere Pokémon vor, während das Charmaine da drauf geht. Nee, ich switche Ruhe. Growlithe kann aber nur Flair. Was muss ich machen? Drag your active Pokémon auf ein anderes. Okay. Als ob im Anime Charmander sure geschrien hat. Sweet, sure. Niemals. Attack. Dann war deine Kindheitskonsole auch noch der uralte Gameboy? Meine Kindheitskonsole war die N64 und der Gameboy, ja. Kannst du aufhören, Energy Removal zu machen? Warum ist es das Extra Deck, aber es ist das ultimative Loser Deck? Habt ihr keine Chance, was die macht hier? Dann trainiere ich jetzt meinen Graulis, damit ich damit Arcani angreifen kann. Attack. Geht nicht. Und dann. Das Beste ist echt designtechnisch, dass hier drei Schriften sind, die man kaum lesen kann. Aber die oberste hat noch einen Schatten dazu. Oh, yes. Attack hat einen Schatten, die anderen beiden nicht. Aber alle drei haben keine Farbe in der Kontur. Aber jetzt haben sie eine Farbe in der Kontur. Aber trotzdem, das kannst du nicht machen. Magmar. War Magma nicht saugut? Ja. Wen soll ich denn jetzt trainieren? Raulis? Okay. Ich bereite alles vor.
Char! Pass auf, mein Arcani macht dich gleich so fertig. Knocked oh mein Gott. Ja, ist egal. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Charmander, achso, ich soll ein neues rufen. Okay. Okay. Mensch, das ist aber ein schöner Zufall hier, dass ich jetzt drei Energien haben darf. Oh, als ob Arcani wie der krasseste Bulldog geklungen hat im Anime. Maybe. Attack. Flamethrower. Discard one energy. Nein. Takedown macht 30 Schaden. Arcani ist ja voll kacke, Mann. Oh nein. Was passiert? Nein. Nein. Max, danke schön für 3 Monate. Hast du schon die beliebtesten Challenges wie Iron Man, Kaiser oder Pokerock gezockt? Mach weiter so und bleib gesund. Nee, solche Spiele mag ich nicht. Ich mag Kämpfen nicht. Und Pokerock und Iron Man sind beide komplett Kämpfen und ich kämpfe nicht gern. Wie man hier gerade sieht. Ich meine, ist ja was ganz anderes hier. Was macht denn der Pokédex? Ja, 5 Karten. Dankeschön für deine 3 Monate. Billy Boy, du musst mir jetzt 2 Feuerkarten geben, bitte. Nice. Er hat gehört. Aber ich kann doch nicht jedes Mal jetzt eine Feuerenergie hergeben, dafür, dass ich den angreife. Ich meine, der hat 50 und ich mache 50. Ja, okay. Mache ich halt die ganze Zeit ihre Pokémon fertig mit einem Flamethrower. Dead. Char! Wie hört sich Magma an? Ich will Magma rufen, nur um zu hören, wie es sich anhört. Magma. Das klang wie ein Pokémon. Ich habe echt Bock, einfach, weil Dodo ist jetzt auch... Wow. Dodo ist jetzt einfach tot, wenn ich einmal Flamethrower mache. Das ist ja langweilig. Cool. Warum hat sie immer noch 2? Ah ne, ich habe nur noch 1. Ich muss sie nur noch einmal umbringen, ja. Ich will wissen, wie Magma klingt. Warum kann ich nicht retreaten? Achso, ich muss erst was machen. Was? Was? Retreat. Click on 3 Energy. Alle 3 muss ich hergeben? Na gut. Ist so dumm. Und jetzt auf das Neue. Achtung, wie klingt Magma? Nein. Ihr könnt mir nicht sagen, dass Magma im Anime auftaucht und macht, wie Deoxys oder so. Jetzt habe ich halt verloren. Das war es mir aber wert. Fürs Research. Für die Forschung. Iron Man Kaiser Challenge muss ich dir empfehlen. Leo passt genau zu deinem Stil. Ich glaube, dann hast du noch nie ein Video von mir geguckt, weil Iron Man passt 0 zu meinem Stil. 0. Ich weiß nicht, wie du auf diese Sache kommst, dass Iron Man zu mir passt. Aber wenn du meinst. Ich weiß, was Iron Man ist. Ich gucke viele Streamer, die Iron Man machen. Energy Removal. Verreck. Die Musik ist auch nicht schlecht. Auf Deutsch sagt Magma einfach Magma. Vielleicht war echt der Anime in England oder in Amerika voll krass und die haben echte Magmas gefunden und den Mikrofon vor die Fresse gehalten. Attack! Ich habe sogar meine Arcani zurückgerufen und sie hat keine Chance. Ist die Soul Link Nuzlocke schon vorbei? Ja, schau sie auf YouTube an. Geh auf Leos Archiv und schau dir die vorletzte Folge an.
Soling Nuzlocke. Flamethrower. Vernichtet. Wow. Knocked out of the arena. I can't believe it. Wow. Die letzte Karte. You beat me. Well, I demand a rematch. Nope. 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 Das war's. Wollt ihr das Intro nochmal sehen? Bim, bidi, bim. Bim, bidi, bim. Bim, bidi, bim. Was ist Iron Man? Bim, bidi, bim. Nein. Hallo? Das Intro ist das Beste an dem Spiel. Ihr habt gerade das komplette Spiel gesehen. Also ich kann nichts anderes in diesem Spiel machen. Außer jetzt nochmal mit dem Kampfdeck und mit dem anderen Feuerdeck spielen. Aber ja, das war's. Das waren die vier schlechtesten Pokémon-Spiele. Darüber lässt sich natürlich jetzt diskutieren, was wir gerne ein bisschen tun können, beziehungsweise ich Monologe einfach. Oh Gott, jetzt kann ich endlich dieses Spiel von meinem PC deinstallieren. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es ist so ein Virus, der auf meinem PC lungert. Eieieiei. Hat sich gelohnt, auf den Markt zu bringen? Vielleicht schon, vielleicht sind ja die Verkaufszahlen immens gewesen. Muss ich meinen PC kurz wieder anders einstellen, dass ich euch sehe? Bam, 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 bam. So. Und ihr müsst hier hin. Also ganz kurz, Ironmon ist die schwerste Herausforderung, ein Pokémon-Spiel durchzuspielen. Zum Beispiel nimmst du Feuerrot oder Platin oder HGSS. Und du hast halt Bedingungen. Du darfst nur ein Pokémon haben, das ist der Starter. Alles ist randomized. Jeder Trainer hat komplett durchtrainierte Pokémon. Und es ist einfach sauschwer. Und Leute, es ist wirklich, Profis scheitern daran und versuchen, ich glaube Small Ant, der wirklich, wirklich saugut ist in Pokémon, hat allein 1000 Versuche gebraucht. Also 1000 Mal das Spiel neu gestartet, bis er es geschafft hat, das Spiel durchzuspielen. Und nein, das ist überhaupt nichts für mich. Du verwechselst etwas. Ich mag Pokémon sammeln. Ich mag den Grind von Pokémon sammeln. Eine Nuzlocke, eine Soling, ein Ironmon hat nichts mit Sammeln zu tun. Und vor allem, weil du sagst, weil man Dutzende Stunden und Tausende Versuche für den Erfolg benötigt, das hasse ich. Das hasse ich. Und du hängst dich doch immer so rein, ja, für Sachen, die mir Spaß machen. Und ein Ironmon, der einem nichts bringt, da hänge ich mich erst recht nicht rein. Ich finde es sowas. Ich habe nie auch nur eine Sekunde, würde ich daran zweifeln, dass ich das hasse. Also ich, ja. Shiny ist doch gleich Erfolg, oder? Ja, und dann habe ich einen Shiny. Also ich grinde stundenlang und dann habe ich einen Shiny. Sag mir, was ich habe, wenn ich eine Ironmon durchschaffe. Sag es mir. Was habe ich, wenn ich eine Ironmon durchspiele? Was habe ich davon, wenn ich eine Nuzlocke durchspiele? Ich akzeptiere deine Ausrede. Nein, sag mir, was ich davon habe, wenn ich eine Nuzlocke durchspiele. Von einer Nuzlocke hast du am Ende nichts, was bleibt. Exakt. Exakt. Außer ein Glücksgefühl, und darum geht's nicht. Es geht darum, etwas zu haben. Stress, genau. Noch weniger Haare. Man kann seinen Screenshot ins Ironmon Discord posten. Dann haben ja andere was davon.
Habe ich ja nichts davon. Du meinst, ich kann die Nachrichten, die ich dann kriege, die Gratulationen, kann ich mir screenshotten, ausdrucken und aufhängen. Das könnte ich machen, ja. Du hast recht, man hat was davon. Du kannst dich feiern lassen. Ja, so wie ich mich feiern lasse, wenn ich ein krasses Shiny finde. Nee, weil niemand feiert einen dafür. Vor allem, ich würde es doch nicht mal schaffen. Weil ich null Bock drauf habe. Wie soll ich etwas schaffen, worauf ich null Bock habe? Du kannst nichts schaffen, worauf du keinen Bock hast. Vor allem nicht so etwas extrem Schweres. Ich schaffe nicht mal eine Soul Link über die dritte Arena. Ich schaffe nicht mal einen Nuzlocke über den Knofenser-Turm hinaus. Warum? Weil es mir keinen Spaß macht. Du hast dich auch zu Pokerogue hinreißen lassen. Mariko, ja. Ich nicht. Ich sicher nicht. So, was sagen wir zu den vier Spielen? Ich sage, hey, you Pikachu, definitiv ein schlechtes Spiel, schreckliche Steuerung. Ich dachte, es wäre viel schlimmer. Ich dachte, man kommt nicht weiter, weil Pikachu einem nicht gehorcht. Die Realität ist aber, man kommt die ganze Zeit weiter, weil es vollkommen egal ist, was man ins Mikrofon reinspricht. Pikachu wird einfach das machen, was es tun soll, um weiterzukommen. Bestes Beispiel war, dass ich Raupi füttern muss und ich sage nichts. Und es füttert Raupi, damit es überlebt. Oder es soll angeln und ich sage nichts und schrei nur ins Mikrofon rein und sage böse Sachen zu Pikachu und es angelt trotzdem. Einfach nur, weil ein Impuls der Stimme kam. Aber es ist nicht so schlecht, wie ich dachte, weil man kann es spielen. Es macht nur keinen Sinn, weil wenn du über 8 Jahre alt bist, merkst du, dass du nichts dazu beiträgst an diesem Spiel, weil das Spiel spielt sich von alleine. Schlimmer ist Channel. Channel musst du tatsächlich Entscheidungen treffen und Rätsel lösen. Bis jetzt, bei Hey You Pikachu, schaust du einfach zu, wie Pikachu sein Ding macht und du kriegst die Illusion, dass du sagst, was Pikachu machen soll. Also es ist vollkommen egal, was du Pikachu sagst, weil er hat gesagt, gib diesem Apfel einen Namen, nenn ihn Apfel und dann sag Apfel, damit Pikachu ihn nimmt. Und ich habe Leberkäse gesagt. Und es hat den Apfel genommen und weggeschmissen. Aber es hat etwas gemacht mit dem Apfel. Ich weiß nicht, was es hätte machen sollen. Es hat auf jeden Fall das Kapitel beendet. Dann Pokémon Dash. 2-3 Leute haben gesagt, dass sie das Spiel damals cool fanden. Verstehe ich nicht. Weil das Schreckliche an Pokémon Dash ist, dass du alles mit dem Touchscreen steuern musst. Und ich habe so Krämpfe direkt geklickt. Es war so anstrengend die ganze Zeit, weil du kannst nicht einfach nur so machen und halt Pikachu steuern, sondern musst die ganze Zeit so machen, wischen. Du musst die ganze Zeit wischen, extrem schnell. Schreckliche Steuerung. Das Prinzip vom Spiel ist eigentlich ganz cool, aber länger als 20 Minuten hat man keinen Bock, dieses Spiel zu spielen, weil es so anstrengend ist. Und es ist auch für den Kopf anstrengend, weil es echt nicht leicht ist, zu verstehen, wo man hin soll. Und dann muss man sauschnell reagieren und oh, schrecklich. Aber an sich auch nicht unbedingt ein schlechtes Spiel, wenn man Touchscreen-Steuerung liebt. Pokémon Rumble war definitiv das Beste von den 4. Es ist halt ein bisschen sinnlos. Es sieht knuffig aus. Es ist ultra dumm, dass es eine Gratis-Version gibt. Und dann haben sie daraus eine Bezahlt-Version gemacht, bei der alles drin ist, was du hättest kaufen müssen in der Free-Version. Aber sie haben immer noch das gleiche System mit den Münzen und den Warten. Also bevor ich ein Level starten kann, muss ich einfach random 15 Sekunden warten. Warum? Weil halt in der Free-Version das überbrückbar war mit Echtgeld. Aber das müssen sie doch dann in der Bezahlt-Version ausstellen, damit ich einfach jedes Level starten kann, wie ich Bock habe. Ich habe für das Spiel gezahlt. Habe ich jetzt halt nicht, aber das weiß ja das Spiel nicht. Also Pokémon Rumble World ist an sich ein cutes, nettes Spiel. Das Gameplay ist halt auch, du musst einfach nur A spammen, wenn überhaupt. In Wirklichkeit musst du noch nichts mal machen, weil das Pokémon automatisch angreift. Du rennst einfach rum und sammelst Pokémon, nimmst das Stärkste und rennst durch. Nur richtig dumm ist halt, das kann man mögen, aber das System, dass du immer noch Münzen hast und Zeit warten musst, ist dumm, wenn du ein Spiel gekauft hast. Bei der Free-Version, sie haben halt nichts geändert von der Free-Version. Da forsche ich vielleicht noch ein bisschen nach.
Aber es macht halt keinen Sinn, 15 Sekunden auf ein Level zu warten. Warum? Und das Play-It, was wir gerade gespielt haben, ist halt von 1999 und sieht halt unfassbar hässlich aus. Die Grafik von diesen Charakteren, unfassbar hässlich. Das Layout, unfassbar hässlich. Dass es die ganze Zeit abstürzt und sowas, da kann man nicht. Ich spiele auf Windows 11, ein Spiel, was für Windows 95, 98 gemacht wurde. Also klar funktioniert das nicht gut. Es ist ein Wunder, dass es überhaupt geht. Aber auch hier ist so ein bisschen die Frage, warum dieses Spiel existiert. Wenn man nur einen Gegner hat, den man immer nur wieder bekämpfen kann auf die gleiche Art und Weise. Wobei man vier Decks hat. Man hat vier Decks, aus denen man auswählen kann. Aber es war halt wahrscheinlich einfach nur dafür da, vielleicht war das gratis irgendwo dabei, wenn man eine fette TCG-Box gekauft hat. Es war halt dafür da, um TCG zu lernen. Und dafür macht es, also es bringt es einem bei. Es funktioniert, die AI kämpft tatsächlich und sowas. Aber es ist halt nicht so, es ist halt kaum vorhanden, das Spiel so. Und es sieht, und das ist hauptsächlich in der Liste, weil es so hässlich ist. Es ist so ein hässliches Spiel. Auch in 1999 war das schon so ein hässliches Spiel. Das Spiel war gratis, du hattest das damals. Vielleicht lag das echt in so Zeitschriften dabei, damit die Kiddies lernen, wie TCG geht. Dann können wir jetzt Pokémon Quest spielen. Warum willst du Pokémon Quest spielen? Das ist ein sehr gutes Spiel. Ja, Pokémon Art Academy eigentlich beliebt? Ich meine, sowas wie Art Academy und Picross sind halt... Die machen halt nichts wirklich falsch. Du kannst halt... Du spielst halt Pokémon Art Academy und du zeichnest halt einfach in dem Spiel nach Malen, nach Zahlen. Und Picross... War halt genau das gleiche, nur halt mit Pixeln. Du zeichnest halt Pixel-Pokémon. Wenn du halt was anderes erwartet, bist du halt schuld. Das macht das Spiel nicht schlecht. Es funktioniert, es macht das, was es sagt. Und es sind süße kleine Motive, die du da zeichnest. Ich würde es nicht auf eine Liste tun von wegen schlechtes Spiel. Es ist halt dann, es ist halt für, es ist genau wie Pokémon Smile. Pokémon Smile ist halt dafür da, dass Kinder eher ihre Zähne putzen, verspielt mit Pokémon. Natürlich denken wir uns da, was ist das für ein Schrottspiel, aber es ist natürlich nicht für uns gemacht. Und Picross, ich glaube, mir würde Picross Spaß machen. Du guckst fern, hast dabei dein DS und machst einfach Malen nach Zahlen und am Ende hast du ein süßes kleines Pixelbild von einem Pikachu oder von Mew oder Togepi. Da waren ja, glaube ich, relativ komplexe Bilder dabei, die du machen konntest. Hier dieses Galagladi und so, da kannst du schon krasse Bilder machen, aber es ist halt Malen nach Zahlen. Aber ich als Kind habe Malen nach Zahlen geliebt. Also warum sollten Kinder das nicht lieben? Und ich glaube, viele haben das gemocht, das Spiel. Das ist halt einfach eine schöne Ablenkung. So schönes Zeitvertreib nebenbei. Es ist wirklich schwierig. Ich habe lange überlegt, welche vier Spiele oder drei Spiele ich auswählen soll für die schlechtesten Pokémon-Spiele. Und die Listen sagen halt immer Rumble, Dash, Hey You Pikachu und Channel. Und Channel habe ich gespielt, zusammen, wie hier durchgespielt. Ich will es auch irgendwann auf 100% machen. Das ist ein lustiges, dummes Spiel. Channel ist kein schlechtes Spiel unbedingt. Auch hier ist es halt einfach, manche finden es halt sinnlos. Ich finde es ein sehr besonderes. Du kannst Pokémon Channel nicht vergleichen mit irgendeinem anderen Spiel. Das ist ein Rätselspiel. Und die sind nicht mal so einfach, die Rätseln. Ich weiß doch, dass wir an einer Stelle echt gehangen haben. Wegen den Rätseln. Ja, aber natürlich sind auf den Listen auch immer sowas wie Picross und Art Academy, weil sie halt kein Content wirklich haben, kein Gameplay. Aber so kannst du ja das nicht bewerten. Ich wollte es halt bewerten von wirklich ein schlecht gemachtes Spiel. Und das Play It und das Hey You Pikachu sind halt wirklich schlecht gemacht. Das Rumble ist noch nicht mal schlecht gemacht und Dash... Ist halt auch nicht wirklich schlecht gemacht. Es ist halt für Leute, die Touchscreen-Steuerung mögen. Da kannst du schon sagen, es ist schlecht gemacht, weil sie hätten auch einfach optional das machen können. Weil nur die Touchscreen-Steuerung macht Dash wirklich schlecht.
Der Rest ist stabil. Aber dann sieht man halt auch, weil wir kennen tausende von ultraschlechten Spielen, die nicht spielbar sind. Auch AAA-Titel, die man am Anfang kauft für 60 Euro und sie sind nicht spielbar. Cyberpunk und Star Citizen oder wie das heißt, die jetzt inzwischen gut sind und hier Dings, No Man's Sky, dieses, was auch inzwischen gut ist. Aber es gibt Spiele, die einfach, ich meine, du musst auf Steam nur auf schlecht bewertet sortieren und du kriegst Spiele, die sowas von ultra schlecht sind. Und sogar für viel Geld gemacht wurden. Solche Spiele habe ich gesucht, die einfach objektiv schlecht gemacht sind. Und es sind nicht viele. Und selbst die, die ich gefunden habe jetzt, sind, kann man argumentieren, dass sie trotzdem Spaß machen. Mein Sohn feiert Smile, schau. Natürlich kann man sagen, Kamisi no Purpur ist schlecht. Die Leistung vom Spiel ist schlecht. Aber wir können nicht wirklich sagen, dass ein Spiel wie Pokémon Kamisi no Purpur schlecht ist, wenn es sich 20 Millionen Mal verkauft und wir alle hier dieses Spiel auf 100% gespielt haben und geliebt haben und gesuchtet haben. Kann ich nicht wirklich sagen dann, dass das Spiel schlecht ist. Objektiv schlecht. Naja. Wie weit ist eigentlich das 100k-Eier-Projekt? Kannst du immer nachschauen. Auf dem Discord ist unter Projekte ist ein Link. Das ist eine öffentliche Excel-Tabelle, die ich immer erweitere, sobald ich einen Shiny gefunden habe. Ich kann es aufmachen. Ich bin bei 8000 Eiern. Also bei, nee, ich bin über 10.000, oder? Let's see. 18.000 Eier. Wie komme ich denn auf 8.000 Eier? 18.000 Eier habe ich. 18% sind wir fertig. Das dauert so lang. Ich glaube, ich werde erst fertig, wenn Gen 10 draußen ist. Also wirklich, das dauert so lang. Und ich mache relativ regelmäßig beim Fernschauen, brüte ich 200 Eier aus oder sowas. Das auf dem Discord ist aktuell, weil es einfach ein Link ist, wo du draufklicken kannst und dann kommst du auf die Tabelle, die du natürlich nicht bearbeiten kannst. Ich bin gerade an Weimar dran, das will einfach nicht kommen, da bin ich schon bei über 1000 jetzt, glaube ich. Und danach mache ich Radfratz, weil ich da letztens zufällig eins gefunden habe, mache ich da weiter und dann ist mir eingefallen, ich brauche ja 4 Radfratz, männlich und weiblich, wegen der Länge der Schnurrhaare. Aber ja, also nach Radfratz bin ich bestimmt über 20.000 Eier. Und im Moment ist der Schnitt unter 1 zu 512. Ich bin bei der Rate, meine Rate ist 509 gerade. Und ich mache das ganze Projekt ja nur, um zu zeigen, dass die Shiny-Rate von etwas immer sich ausgleicht. Und seit Ewigkeiten schwanke ich die ganze Zeit zwischen 480 und 530 sowas. Also es ist immer in dem Bereich von 512. Weil manchmal brauche ich 2000 Eier, bis was ausschlüpft und manchmal brauche ich buchstäblich nur 4 Eier, bis was ausschlüpft. Und aber mehr als 4 ist noch nie mein Rekord gewesen. Ich habe alleine in der Tabelle 2 Pokémon, die bei 4 ausgeschlüpft sind, Burmy und Fion. Und beide waren Zufall. Ich habe beide nicht gesucht. Burmy und Fion beim vierten Ei. Aber ja, ich möchte halt damit zeigen, erstens brüte ich damit sau viele Shinies, die ich noch brauche. Und ich habe ja ausgerechnet, wenn ich alle Shinies, wenn ich im Schnitt 1 zu 512 ein Shiny bekomme, ich werde hier am Ende welche ausbrüten müssen, die ich schon habe, weil so viel Pokémon brauche ich nicht mehr in Shiny. Und im Moment, ja, ich mache das Projekt, um zu zeigen, dass es am Ende kommt es immer auf den Durchschnitt. Und im Moment sind wir bei 1 zu 509. Und die Rate ist 1 zu 512. Es ist so krass, wie sowas funktioniert so. Naja, aber das war der Stream heute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Die 4 schlechtesten Pokémon-Spiele zu spielen. Wenn ihr noch schlechtere habt, sagt es mir. Ich will daraus ein Video machen. Aber wenn ihr noch ein schlechteres im Kopf habt, eins kennt, sagt es mir. Dann gucken wir uns das noch an und ich pack's noch in die Liste. Aber ich habe echt keine gefunden, die jeder als schlecht betiteln könnte. Gen 7. Gen 7 ist kein schlechtes Pokémon-Spiel, objektiv gesehen. Es gibt genug Leute, die das lieben. Hast du November 2023 damit angefangen? Dann wirst du wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, ja.
Steht in, also in der Tabelle müsste ja stehen, wann das, also die Excel-Tabelle hat bestimmt irgendwo ein Datum, wann ich das erstellt habe. Und dann, ja, um den Dreh rum habe ich das erstellt. Pokémon Conquest. Aber das soll doch nicht schlecht sein, das soll doch großartig sein. Das soll doch großartig sein. Conquest. Dachte ich. Ich dachte, die Leute lieben Pokémon Conquest. Das ist ja auch das Krasse, wenn man auf Metacritic geht und man gibt Pokémon ein und listet andersrum, dann gibt es da nicht viel, was super schlechte Bewertung hat. Relevance, newest release. Nee, halt jetzt. Und jetzt andersrum, bitte. Kann ich nicht nach oldest release? Okay, warte. Metascore. Du hast die Spiele schon gut getroffen. wenn ich hier auf die letzte Seite gehe, bei Metacritic, ist ganz unten Kaffee Mix. Aber das ist ja noch nicht mal mehr aktuell. Inzwischen ist es ja Kaffee Remix. Pokémon Quest ist das schlechteste. Pokémon Quest ist so ein gutes Spiel. Und selbst das schlechteste Pokémon-Spiel auf Metacritic ist 64 mit Pokémon Quest. Und Pokémon und die Wertung 64 ist echt nicht besonders gut, aber es ist jetzt nicht ultra schlecht. Und wenn ihr dieser Tabelle glauben wollt, dann wird das hier euch schon zeigen, dass das kompletter Bullshit ist, denn Pokémon XD Gale of Darkness hat 64. Also genauso schlecht wie Pokémon Quest. Gale of Darkness? Was machen die Leute? Wer bewertet das? Mixed Average, Metascore, User Score. Kann ich nach User-Score ordnen? Holy shit. Ich kann nicht mal nach User-Score ordnen? Ich kann nur noch Metascore ordnen? Welche scheiß Kritiker haben XD so schlecht bewertet? Null Ahnung, die Leute. Von Conquest habe ich immer nur gehört, dass es weder außerordentlich gut noch schlecht ist. Kann man spielen, wenn man will. Ja. Und das ist so die Meinung, die man hat zu den... Das ist das Schlechteste, was man über Pokémon-Spiele sagen kann. Viele lieben es. Manche hassen es. Aber hier, Pokémon Play It, TBD. Hier, die hatte ich. Pokémon Project Studio. Das hatte ich. Und das ist einfach nur eine Drucksoftware, mit der du Pokémon-Bilder ausdrucken kannst. Hier, die sind nicht bewertet. Pokémon Stadium, Play It 2. Also das, was wir gerade gespielt haben, Play It... Hat auch noch eine Fortsetzung, Play 2. Die habe ich aber nicht gefunden. Aber ich wollte ja auch das Schlechtere spielen. Pokémon Box und Home und sowas, das kann man nicht wirklich bewerten. Wieso sollte man? Also es ist alles, was ist hier so? Pokémon Team Turbo? Weiß ich gar nicht, was das ist. Master Arena? Was sind diese Spiele? Pokémon Fushigi no Dungeon? Treta Lab? Pokémon Bank. Camp Pokémon. Okay. Es gibt halt auch viele Sachen, die noch nicht mal Spiele sind. Mewtwo Strikes Back. Das ist kein Spiel. Was? Okay. XD ist mehr Trash als Colosseum. Was? Also ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht gespielt. Was hat den besten Score von den Spielen? Legends Arceus. Quatsch, das, was ich letztens gesagt habe. X und Y und dann kommt direkt Legends Arceus. Glaube ich. Hallo Stabilo. Du hast beide auf 100%. X und Y hat den Leuten damals sehr gefallen. Es ist halt auch, Metascore ist halt auch schwierig zu sagen, weil Pokémon ist älter als die Website Metacritic. Und ich kann nicht ordnen nach User Rating, ist ja auch komisch. Naja, das war's von mir heute. Ich hoffe, ihr fandet das mal interessant, abwechslungsreich.
Hey you Pikachu, wenn ich das emulieren könnte und Retro-Achievements machen könnte, würde ich das sogar versuchen. Weil ich finde es lustig, interessant ist. Aber nach 3 Stunden hätte ich wahrscheinlich sowas von den Kragen voll, weil Pikachu nur Bullshit macht. Und am Ende gibt es wahrscheinlich wirklich Sachen, die man schaffen muss. Und Pikachu will einem wahrscheinlich einfach nicht gehorchen. Aber jetzt so, ich würde es aber niemandem empfehlen, wirklich zu kaufen. Ne? Weil das Equipment, was man dafür braucht, ist jetzt nicht ultra teuer, weil es ein Kackspiel ist, aber ihr braucht alleine amerikanische oder japanische N64, das Spiel, was nochmal 30, 40 Euro kostet und dann nochmal das Mikrofon und so. Es ist schon sehr aufwendig. Ich wollte heute Nacht eigentlich streamen übrigens. Jetzt weiß ich gerade nur nicht, wann ich das machen soll. Dann müsste ich ja nach dem Essen direkt wieder online gehen. Weil Resident Evil 2 ist draußen und ich liebe Resident Evil 2. Das war einer meiner ersten Horrorspiele und ich habe es für PS5. Und das soll so verdammt gut sein. Also vielleicht gehe ich heute Nacht, wenn ihr eure Streak weiterführen wollt, passt auf. Eventuell gehe ich die nächsten Nächte online, um Resident Evil 2 zu streamen. Seid nicht böse, wenn ihr dann eure Streak abbrecht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. N64 kannst du modden. Du brauchst trotzdem eine amerikanische oder japanische. Also du kannst sie richtig hart... Stream ist nicht weg. Du kannst sie richtig hardcore modden, natürlich bestimmt irgendwie, dass du innen drin den Chipsatz änderst und die somit NTSC wird. Aber du brauchst halt eigentlich eine NTSC... N64, um ein NTSC-Spiel zu spielen. Was heißt nachts? Keine Ahnung, 11. Hallo, Kon-Tiki. Also du kannst eine japanische und eine amerikanische, beide funktionieren. Aber auf einer europäischen wirst du, glaube ich, niemals ein NTSC-Spiel spielen können. Da musst du schon krass reinmodden. So mit Löten und sowas. Wenn überhaupt das geht. Deiner oder unserer Zeit? Ich weiß, es ist ein Unterschied von einer Stunde, was weiß ich. Ich esse jetzt, chill und dann komme ich vielleicht online. Ein krasser Hardmod, ja, dann geht alles natürlich. Aber das muss er auch erstmal machen. Ist bestimmt auch nicht so günstig. Da ist wahrscheinlich eine japanische N64 auf eBay günstiger als eine europäische zu modden. Weiß ich nicht. Okay. Dankeschön fürs Dasein. Hinterlasst auf Yelp eine Review zu diesem Stream. 5 von 7 bitte. 5 von 7. Und wir sehen uns morgen, heute Nacht oder wann immer. Sehen wir uns wieder. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. Machen wir mal wieder den hier. Tschö.